Wir spielen eine wunderschöne Geschichte, die uns tief in die ozeanischen Abgründe führt. Und damit herzlich willkommen zu Thalassa, Edge of the Abyss. Ich habe es noch nicht gespielt, es ist ein Story-Driven-Spiel, also wir werden eine Geschichte erleben. Und das wäre ja Quatsch, wenn ich die jetzt schon ohne euch angefangen hätte. Let's go! Worum geht es? Wir sind auf einem Schiff und ich glaube, es passiert eine Katastrophe. Ich weiß es aber nicht genau, möglicherweise passiert eine große Katastrophe. Und wir hören uns das jetzt hier mal an. Ich dachte gerade, der Ton ist nicht richtig, aber das liegt daran, dass ich, glaube ich, in der Tauchglocke bin. Dass ich hier nichts verstehe. Oder? Ah, jetzt. Siehst du? So war's. Hi. You're already playing out the dive, aren't you? Mm-hmm. I'm excited to get back down there too. And it's our team that get to raise her after all this time. What's wrong? Ein bisschen lauter. Hoffe ich. There's no reason to be worried. You know this. Besides, Llewellyn and I'll do the heavy work. You just need to watch out for us. You're my dive partner for a reason. I trust you. Dankeschön. You see far more than most. Get Alex's gear ready. We'll be right out. Hallo Bailey. Was geht ab? Der hatte sich in die Hose gemacht gerade, oder? My weather eye tells me if I get window, but it won't hold. Him and his weather eye always seeing waves. But I hear you, old man. Ach. Oh, yeah. Ach. I'll be right out. Like a doting father. Nice to get a sense of what that's like. Oh, okay, sie hatte keinen Vater, oder was? There's something that I haven't been completely... Honest? Open? What? What is it? Oi! Ah! To stop stalling. Get a move on, Alex. Coming. Okay, wir wissen doch alle, was jetzt. Like sie will mir ihre Liebe gestehen. We better not make him wait then. Oh, das hasse ich so. In allen Geschichten. Let's talk later, all right? Nein, this never happens. While I get into my dive suit, go check with Kamar about the cradle. We'll need it soon. He was in the hub last I saw. Niemals. Das ist. Wisst ihr noch? Game of Thrones. Jon Snow fragt, wer seine Mutter ist. Und Ned Stark sagt, das nächste Mal, wenn wir gemeinsam ausreiten, erzähle ich dir alles über deine Vergangenheit. Natürlich stirbt Ned Stark direkt danach. Und so ist es oft in so Liebesgeschichten. Ja, ich... Oh, und dann sagt sie es nicht. Und dann werden wir nie erfahren... Ah, das ist ja echt immer eine große Tragödie. Guck mal hier, da können wir durchs Bullauge gucken. Ich mag den Grafikstil, das sieht schön aus. Die Animation der Charaktere war jetzt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so den Rest mag ich. Das ist der Planning Room, wir sollten ins Hub, ne? Hier ist Storage. Gucken wir uns mal so ein bisschen um. Main Hall, Planning Room, Storage, Main Hall, das ist ja... Oh, hallo, wow. Sieht doch schön aus hier. Okay, was machst du denn da? Oh, habe ich das gerade genommen? Nee. Oh, guck mal, ein schönes altes Kanonenrohr. Das ist doch voll schön. The Heart of SS Thalassa. Ich spreche übrigens fließend Griechisch. Thalassa ist Griechisch und bedeutet so viel wie Meer. Wenn ihr weitere Fragen zur griechischen Sprache habt, fragt mich gerne auch auf Griechisch. Das gefällt mir. Oh, was? Ich sollte erstmal mit Kaimar sprechen. Okay, bist du Kaimar? Das bist du. How can I help, Jan? The cradle. To be honest with you, we're behind. I am trying to find mislaid parts.
At this rate, the whole expedition will be delayed. Is there anything that you and Alex have been planning for the dive that you can move forward? If you could give me more time, you'd be a lifesaver. Ja. How are you? Okay. Er sagt, I owe you, sagt er wie so ein Wort, I owe you. I owe you. Alles klar. Du kannst zwischen den Decks der Thalassa hin und her wechseln, wenn es auf einem Deck etwas Neues gibt, etwa einen wichtigen Bereich oder ein Ziel erscheinen neben dem jeweiligen Deck. Blasen. Blasen neben dem Deck, okay. Also, was haben wir denn hier Feines? Telegraph, Rezeption, Krankenzimmer, Hauptraum, Kombüse, Isabels Büro, die Messe. Wir können auch so ein bisschen reinzoomen. Können auch schwenken. Ne, hier können wir nicht schwenken. Interessanter Bereich, wichtiger Bereich, versperrter Bereich, Hauptziel. Okay, das ist das Hauptdeck. Können wir mal wechseln zwischen den... Da. Das ist Offiziersdeck. Erik. Eriks Zimmer, Lagerraum. Okay, das ist natürlich dann das Oberdeck. Und da haben wir hier unten noch Cams Kabine. Da sollen wir jetzt gleich mal hin. Kurze Frage. Ist der Sound für euch vortrefflich? Ich könnte auch sonst in den Optionen bestimmt den Dialog zum Beispiel lauter machen. Das ist doch bestimmt möglich, wenn ich zum... okay, naja gut, es ist schon auf 100. Leider geht's nicht. Zu leise, ne? Aber ich kann jetzt zum Beispiel leider, oder kann ich das vielleicht auch einfach mal 120? Ne, es ist einfach leider, es tut mir leid. Was? Ja. So. Also ich krieg's jetzt leider nicht lauter. Weiß auch nicht warum. Vielleicht, wartet mal ganz kurz. Ich schau mal eben, ob ich das im Menü... Ey, vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen machen bei dem Lautstärke-Mixer. Aber das ist auch schon auf 100%. Also das kann ich auch nicht lauter machen. I'm very sorry. Ich kann mich ein bisschen leiser machen. Was haltet ihr denn davon? Ich mache mich einfach ein bisschen leiser. So, jetzt könnt ihr das... So, ich habe mich jetzt leiser gemacht. Das heißt, ihr könnt das Spiel einfach euer Ton zu Hause ein bisschen aufdrehen. Da bin ich im Verhältnis zum Spiel nicht so laut. Ist das vielleicht ein Kompromiss? So, check, 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 check. Jetzt habe ich mich ein bisschen leiser gemacht. So. Könnt ihr gerne mich noch ein bisschen justieren und mich anschreien. Wir sollen jetzt erstmal nach unten gehen. Guck mal, das sind doch auf jeden Fall... Schaut mal hier, das ist griechisch tatsächlich. Diese Steintafel da ist griechisch. Und da seht ihr, das erste oben links ist ein Bett. Das rechts daneben ist ein Schneekristall und das rechts, ganz rechts oben in der Ecke ist quasi ein X für das, fürs Schließen der Steinkarte. Da seht ihr, das gibt es ja heutzutage auch noch auf Webseiten oben rechts, dieses X, da kann man das mit schließen. So konnte man die Steintafeln einfach damals beenden. Ja. Das heißt natürlich so viel wie, geh ins Bett, es schneit draußen. Aber ich will euch jetzt nicht mit Griechisch langweilen. So, wir sollten jetzt in die Kabine von Cam gehen. Das ist hier. Das ist total gemütlich, oder? Guck mal, so ein Alkoven hier zum Zuziehen. Dann hat man hier... Kann man... Ah, oh, da hat man das Ding. Es ist doch nice. So super gemütlich. Ich will auch zur See fahren. Aber ich glaube, mir wird schlecht werden. Sieht toll aus. Ich mag das. Details zum Tauchgang. Ach, wir können sogar lesen. Grabungsstelle 1, Galionsfigur und Bugspriet. Bootsgestell erforderlich. Grabungsstelle 2, Kapitänskabine. Grabungsstelle 3, Kanonen und Besatzungsdeck. Grabungsstelle 4, Frachtraum. Grabungsstelle 5, Trümmer. Erstens Galionsfigur und Bugspriet. Fünftens Trümmer. Sechs, drittens... Was? Erstens, fünften... What? Das ist aber nicht richtig. Fünftens Trümmer, drittens Kanonen und Besatzungsdeck, viertens Frachtraum, zweitens Kapitänskabine. Bin mir nicht sicher, warum die Zahlen nicht richtig sind, aber es wird einen Grund haben. Also wir werden nach einem Wrack tauchen. Hier sieht man das ja auch, eine Zeichnung des Wracks.
Es ist ein altes Segelschiff. Ein Zweimaster, so wie mir scheint. Und das ist spannend. Also nach Wracks tauchen. Ich hätte in Wirklichkeit Angst, nach einem Wrack zu tauchen. Aber hier so digital ist das sehr, sehr spannend. So, hier löst du die Rätsel. Die gesammelten Informationen werden links angezeigt und können rechts in den entsprechenden leeren Slots platziert werden. Du musst Objekte der entsprechenden Kategorie platzieren. Okay, ich werde das schon checken, oder? Hinweise, wähle erst den Slot 1, dann das zu platzierende Objekt. Wenn alle Objekte platziert sind, kombiniere sie. Falsche Annahmen werden hervorgehoben. Nutze den Hilfetext. Wenn du alles richtig kombiniert hast, kannst du eine Schlussfolgerung ziehen. Oh, das ist auch ein Detektivspiel auch noch. Guck mal, das ist ja geil. Okay, der neue Tauchplan. Wir müssen vorschlagen, die Reihenfolge der Ausgrabungsarbeiten zu ändern. Mit welchem Tauchstandort sollen wir anfangen? Das haben wir doch gerade gelesen. Zack, neuer Fokus. Welcher Standort? Ein vielversprechender Hinweis. Details zur Priorität. Wonach suchen wir? Okay. Also das. Da steht jetzt quasi die Dingsbums. Neuer Fokus. Okay, ich glaube, ich habe einfach noch nicht genug. Warte mal, welcher Standort? Galionsfigur. Ist das jetzt die erste oder was? Eins. Galionsfigur und vorderer Schiffsteil. Grabungsstelle 2, Grabungsstelle 3, Grabungsstelle 5, Grabungsstelle 4. Okay, warte. Jetzt muss ich eins davon hier rüberziehen, oder was? Oder wie? Ah, so. Ah ja, okay. Und jetzt kann ich mir hier was aussuchen. Das ist aber falsch. Wird das denn automatisch gelb, wenn ich das richtig mache? Nee, ne? Ich sollte mir den Hinweis aber nochmal dann genau angucken. Weil. Also warte mal. Drei. Vorderer. Also der vordere Schiffsteil ist doch 3. 2 ist die Kabine. Okay, warte. Wir müssen vorschlagen, die Reihenfolge der Ausgrabungsarbeiten zu ändern. Mit welchem Tauchstandort sollen wir anfangen? Das stand doch auf der Liste, oder noch nicht? Da steht jetzt Galionsfigur und vorderer Schiffsteil. Das ist der Standort 1 bis 5, aber nicht die Reihenfolge. Das ist nur der Standort. 1 ist der vordere Schiffsteil, genau. 2 ist der Unterkunft des Kapitäns, ist da hinten. Das ist ja genau auf der anderen Seite. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wollen die das nicht der Reihe nach ab? Dann müsste ja quasi erst vordere Teil der Kajüte, dann müsste es die 5 sein, die Trümmerteile, danach Besatzungsbereich, danach kommt der, was ist das, steht da, steht der Hotel oder was steht da? Und dann, also dann die 4 und dann die Captain's Quarters. Okay, also warte mal. Da müssten wir, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, warte, ich gehe nochmal raus, ich gucke mir das nochmal an. Oh nein, ich kann mir das hier gar nicht mehr angucken. Warte. Kann ich das nochmal groß machen? Warum? Naja. Also müssen wir doch eigentlich damit mit 1 anfangen. Grabungsstelle 1. Das müsste doch dann. Das ist überhaupt nicht mit drauf. Das ist die 3. Besatzungsbereich ist da. Habt ihr das gerade gecheckt? Es fehlt doch komplett. Guck mal, das fehlt ja komplett die 1. Die ist ja gar nicht da. Wir müssen vorschlagen, die Reihenfolge der Ausgrabungsarbeiten zu ändern. Mit welchem Tauchstandort sollen wir anfangen? Details, wonach suchen wir? Das ist halt die Frage. Priorität der Besitzerin? Kennen wir gar nicht. Sag jetzt einfach mal laut Karte, entweder ist es hinten die Kapitänskabine, dann wäre das das hier. Sagen wir einfach mal das hier. Ich logge ein. Okay, das scheint es aber nicht zu sein. Oder? Bin ich 100% sicher, ob ich das hier richtig mache. Ändert sich eh nichts, ne? Teilen. Also wenn, würde ich sagen, müssen wir ja, also das, ich sag, wir fangen hier an, aber es ändert sich nichts.
hier erstmal noch ein bisschen weiter. Wir werden das gleich noch checken. Ich brauche vielleicht einfach mehr Hinweise noch. So, wir gehen nochmal in Alex Kajüte und ich guck mal, ob ich da noch irgendwas finde. Hier rechts nebenan. Kann ich das öffnen? 5, sagt Danny. Ey Mike, was geht ab? Mike ist auch da. Oh hier. Wer ist sie denn? Annegret Impfhäuser. Oh, doch nicht. Alex verstorbener Mutter, Cheris. Okay. Halskette. Die Halskette von Alex' Mutter. Wir lesen natürlich, wir sammeln Hinweise. Cheris steht da drauf, okay. Cheris. So war ihr Name. Kiste mit Gegenständen, eine Krabbenschere. Sind das so Krabbenkäfige auch? Oder was ist das hier für ein Eisengeflecht da? Vermutlich, ne? Hat das irgendwas mit Krabbenfang zu tun? Eine Klaue aus Marmor. Oh, aus Marmor, das ist gar keine echte. Klaue aus Marmor. Schrank können wir nicht öffnen. Und Foto. Das ist das gleiche Foto wie eben, oder? Was bei uns auch hängt. Das war ein schöner Tag. Oh, ein Stoffelefant. Der ist einmal geflickt auf dem Rücken. Ne? Das hatte sie schon als Baby, ja. Süß. Karten, Seekarten. Oh, Alter, die trainiert oder was? Die pumpt. Die stemmt die Hanteln. Okay, das heißt, die ist stark. Muss ja auch sein. Man kann ja als Taucher nicht einfach schwach sein. Das geht ja nicht. Diese Räume dürften uns nicht zugänglich sein. Sonst genau, die sind alle zu. Kesselraum könnten wir vielleicht noch rein und Maschinenraum, weiß ich nicht. Kajüte sind wir ja gerade drinne. Hier, das ist der Hauptraum, der Kombüse, können wir noch was essen gehen vielleicht. Schließfachraum. Es sind jetzt nicht alle zugänglich, erstmal alle Räume. Gucken wir mal hier, ob der Boilerraum geöffnet hat. Nee, der hat es auch zu. Schildkröten. Ach, sieht echt schön aus. Mir gefällt der Stil sehr. Oh, eine Katze. Wer singt denn da? Das gefällt euch doch, oder? Ihr mögt doch immer Katzen streicheln in den Videospielen. Die Schiffskatze, die hat den besten Platz überhaupt. Wie die so gurrt, ne? Nennt man das Gurren? Bei Katzen? Wie nennt man das? Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Streichel die Katze. Hallo? Lass mich nicht rein. Zu Len? Ist der vielleicht. Sitzt der auf dem Klo und kackt? Wahrscheinlich, oder? An unsere Taucher. Eric hat der Bergung der Artefakte von der St. Catherine Priorität eingeräumt. Ich wäre Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie Ausschau nach einer Statue der Göttin Thalassa halten würden. Auf meine Bitte hin hat Alex bereits damit begonnen, einige der geborgenen Stücke zu untersuchen. Hoffentlich finden wir die Statue in einem Stück. Okay, ist das vielleicht ein Hinweis? Die Bergung der Artefakte von der St. Catherine Priorität eingeräumt. Ich wäre Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie Ausschau nach einer Statue der Göttin Thalassa halten würden. Okay, Alex hat schon damit begonnen. Scrollen können wir nicht, okay. Das heißt, hier hätte man vielleicht dann Hinweise noch finden können, aber das haben wir alles schon durchsucht. So, da waren die Toiletten. Da dürfen wir natürlich nicht rein. Wir würden auch niemals, das sieht nice aus, in die Quartiere der anderen. Wir kommen hier leider nicht in den, aufs Maschinendeck. Das ist natürlich schade. Kannst nichts machen. Dann gehen wir nochmal wieder hoch.
gehen hier. Ah, da ist auch zu. Zwischendeck. Und hier oben ist auch zu. Oh, sieht das nice aus. Wie die hier so... Oh, das ist ja so geil. Guck mal, die haben original so ein Gewächshaus hier an Deck. Das ist ja super nice. Da wächst Rasen und Blumen. Und schön hier von der Salzwassergischt geschützt durch das Glas. Das ist ja fantastisch. Wow. Das ist ein richtig nices Schiff. Was? Was wird da geplaudert? The Queen needs sorting. Isabel wants all of this cleared away. Paperwork can wait. If he has a problem with that, he can take it up with her. I doubt he'd dare. Ach, man nennt es Schnurren bei Katzen. Ja, da war was. Deswegen haben die auch so Schnurrhaare, ne? Ne, ich habe eine Katzenallergie und ich habe grässliche Stories von Nahtoderlebnissen durch Katzenallergieschock. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen anti. Diese jüngste Expedition ist eine sehr persönliche, ein Ruf ins Abenteuer, wenn man so will. Die Bergung der St. Catherine. Unsere Familie hatte es schon immer auf See gezogen. Mein Vater machte einen erheblichen Teil seines Vermögens auf See. Doch der Reiz des Meeres geht über diese Verbundenheit hinaus. Mein Vorfahr Francisco Cabrero Cáceres war Kapitän der St. Catherine und diese Expedition will seine Schätze ans Licht bringen. Isabel Greenwood. Die St. Catherine war ein spanisches Linienschiff, das vor nahezu 300 Jahren bei den westindischen Inseln unterging. Durch die Untersuchung zeitgenössischer Dokumente, akribische Recherchen und Beobachtungen konnte ihre letzte Ruhestätte ausgemacht werden. Mit den Ressourcen und der Ausrüstung, die an Bord der SS Thalassa zur Verfügung stehen, soll diesen in Vergessenheit geratenes Wrack samt seiner Artefakte aus der Tiefe geholt werden. Okay, das ist interessant. Und das sind die Sachen, die dir hier schon rausgezogen haben. Guck mal. Eine Pistole? Nein. Das Säbel schon eher. Okay, aber sind das denn... Ne, das sind vermutlich aus anderen Expeditionen auch Sachen. Da, guck. 1903, 1904, 1905, 1907. Okay, das ist interessant. Genau, das hatten wir uns vorhin schon mal angeguckt, glaube ich. Hier ist überall zu auch, meine ich. Hier kommen wir auch nicht durch. Er will ja, dass wir was für ihn machen. Und die sind auch alle verschlossen. Das hätte man sonst auf der Karte gesehen, dass es da weitergeht. Okay, ich glaube, wir müssen dann jetzt tatsächlich diese Hinweise miteinander kombinieren und hier mal irgendwas Schlaues machen. Ich habe das aber noch nicht so hundertprozentig gecheckt, eventuell, weil ich auch mir beim Lesen nicht so viel Zeit gelassen habe, wie ich hätte machen sollen. Ah ja, hier interessantes Objekt. Guck mal, okay. Das können wir da reinpacken. Wonach suchen wir? Anweisung von Isabel. Ja. Haha, siehst du, das haben wir jetzt. Guck mal. Die Statue der Göttin Thalassa zu priorisieren. Okay, das haben wir schon. Das ist gut. Hinweise kombinieren. Ja, warten Sie. Das ist natürlich falsch. Das ist offensichtlich auch falsch. Das hier ist komplett falsch. Wir wollen sofort einen neuen Fokus setzen. Also zwei ist falsch. Da haben wir immer noch das hier. Da hatte ich jetzt... Was hatte ich jetzt? Den hinteren Teil. Das ist falsch. Was ist denn mit... 4? Zack. Ist einfach auch komplett falsch. Aber das wusste ich, dass das falsch ist. Weil ich wollte eigentlich das hier machen. Und wir sehen, dass das halt auch falsch ist. Nur mal um euch zu zeigen, dass... Okay, das einfach alles komplett falsch ist. Kann ich das hier nicht wieder rausnehmen? Warte mal. Kann ich das hier nicht raus? Also schlimm mit der Allergie, gibt Immuntherapien. Ja, aber warum? Habe ich nie Lust drauf gehabt, irgendwelche Therapien zu machen. Ich muss das jetzt mal ganz kurz checken. Okay? Weil das ist hier der Schlüssel zum restlichen Spiel. Ah, auf der Seite Objekte siehst du alle im Spiel gesammelten Objekte. Sie sind nach Kategorien sortiert. Das ist gut, Objekte. Das haben wir hier. So, unsortierte Gegenstände. Von Grabungsstelle 3. Gefunden in Alex' Kabine. Sie hatte ein Stück einer Krabbenklaue aus Marmor gefunden. Erinnert an irgendwas. Okay, das ist Grabungsstelle 3. Dokumente. Das ist der Schaukasten. Das ist die Dingsbums. Und das ist die Karte. Details zum Tauchgang.
Trümmer. Es muss da doch eigentlich Trümmer oder Fracht... Also 4 oder 5 muss es doch sein. Frachtraum oder Trümmer, oder? Und wir haben noch keine Wachswalzen bekommen, leider. Die Statue der Göttin Thalassa, ja, die muss ja am Frachtraum gewesen sein. Das muss doch die 4 sein. Das muss die 4 sein. Die Hauptprofilseite zeigt die Charaktere und ihre Verbindungen zu anderen Charakteren sowie ihre Funktionen auf dem Schiff. Wähle Charaktere aus, um genaueres über zu... Ja, das machen wir natürlich sehr gerne. Dann haben wir hier Alex. Das Profil liefert Informationen zum jeweiligen Charakter und wird aktualisiert, wenn die relevanten Rätsel gelöst werden. Über das Profil kannst du außerdem schnell durch alle Charaktere blättern. Alex Profil. Erfahrene Taucherin, Mentorin und gute Freundin. Sie wuchs als vaterloses Einzelkind auf und ging ihrer Mutter Charis schon früh zur Hand. Sie lebten in einer Küstenstadt und verdienten ihr Geld oft mit der Herstellung von Schiffsmaterialien. Schon als Kind war sie von Tauchern fasziniert. Als ihre Mutter starb, begann sie diesen Beruf ernsthaft zu verfolgen. 29 Jahre alt, Leiterin des Tauchtrupps. Dann haben wir noch Bailey. Bailey ist ein Tauchassistent aus Schottland. Er war von Anfang an auf dem Schiff dabei und sehr nett zu Alex und mir, als wir anfingen. Ein wirklich netter Kerl, alles klar. Und das ist das Schiff. Das Schiff gehört Isabel Greenwood, die es auch bauen ließ. Sie hat ihre Tochter Maria mitgebracht. Kapitän der Thalassa ist Hans, ein Deutscher. Er wird unterstützt durch den irischen Ingenieur Thomas. Oder? Thomas. Dann gibt es noch Kaimar, Mechaniker aus Jamaika, und Eric, den Projektleiter aus Norwegen. Der Syrer Kadri führt die Kombüse, sein Essen schmeckt hervorragend. Alex leitet die Tauchgruppe und beaufsichtigt Matthias und Levelin, die manchmal etwas übermütigen Nachwuchstaucher. Und dann ist da noch Bailey, der sicherstellt, dass wir alles haben, was wir brauchen. 7 Jahre alt ist das Schiff, das ist ja in Schiffsjahren gerechnet 8 Jahre. So, und jetzt will ich das hier aber mal checken. Es muss 4 sein. Es muss der Frachtraum sein. Alles andere ergibt doch gar keinen Sinn. Das muss doch das sein. Ah, warte mal. Nee, das ist hier weg. Wie tausche ich das denn jetzt? Nee, das muss weg. Da kann ich jetzt nicht... Okay, machen wir mal so. Hallo? Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Okay, ich krieg das da gar nicht rein. Das funktioniert ja aber so nicht. Können wir das mal bitte rausnehmen? Das ist ja falsch. Das ist ja komplett falsch. Okay, come on. Wird ungeduldig. Das kann es ja auch nicht sein. Details zur Priorität. Vielversprechender Hinweis. Interessantes Objekt. Details zur Priorität. Wonach suchen wir? Anweisung von Isabel. Da fehlt auf jeden Fall ja noch eine Sache. Ich kann hier oben aber nicht mehr wechseln zwischen die Dinger. Das ist beides falsch. Also das muss ja auch falsch sein. Das checke ich aber nicht. Warum? Wenn es nicht das ist, dann muss es Trümmer sein. Dann muss es 5 sein. Warte. Da, 5 ist dann das hier. Also wenn, muss es ja das sein. Das ist auch falsch. Okay, ich bin einfach der schlechteste Detektiv aller Zeiten. Und ich weiß nicht, wie ich das hier wieder wegkriege. Das muss ja offensichtlich richtig sein. Da kann ich leider nichts anderes hinmachen. Ich kann nur das hier wegnehmen. Wir müssen vorschlagen, die Reihenfolge der Ausgrabungsarbeiten zu ändern. Ich kann mir das auch nicht mehr weiter jetzt hier nochmal aufrufen. Tauchgang. Ich versuche gerade mich zu erinnern, was, weil er die Zahlen war ja so komisch vertauscht. Und da hatte ich mich noch gefragt, warum die so komisch angeordnet sind. Aber das, ich kann mir das hier nicht mehr weiter angucken. Ehrlich, also ich kann das nicht mehr wieder aufrufen. Ey, wenn ihr könnt gerne mitraten, wenn ihr eine Idee habt und ich setze die um,
weil ich gerade nicht genau weiß, was die von mir wollen. Vielleicht muss ich auch noch irgendwas finden. Das, möglicherweise habe ich noch nicht alle Hinweise. Das ist halt auch auf jeden Fall eine Option. Aber... Warte mal, wo war die Kombüse nicht eigentlich auch hier unten? Nee, wo war die Kombüse? Ein weiter oben? Da war die Kombüse. Da war da auch zu? Ja. Weil diese beiden, die Türen sind zu. Und hier ist der Typ, da kommen wir auch nicht rein. Also ich glaube... Das hat ja einen Grund, dass die zu sind. Also müssen wir da auch nicht hin. Was habe ich übersehen? Mein Gefühl ist, ich habe hier alles gründlichst durchsucht. Das haben wir uns angeguckt. Das darf ich jetzt nicht nochmal groß machen, das Ding. Zu meinem Leidwesen. Ich glaube, ich habe mir hier alles angeguckt. Der Typ ist fertig mit auf Klo gehen hier, oder was? Ich habe irgendwas vercheckt. Das haben wir uns auch angeguckt. Das haben wir auch. Die beiden interessieren uns nicht. Ja, also hier ist einfach nichts mehr. Da ist überall zu. Ich muss das, glaube ich, mit den Hinweisen jetzt von alleine regeln. Hier ist eine Dartscheibe. Ich wüsste nicht, was ich sonst hier noch finden sollte. Wir haben uns alles angeguckt. Da kommen wir nicht durch. Die Türen sind uns noch nicht zugänglich gemacht. Wir haben alles angeguckt. Also wir müssen das jetzt hier regeln. Ich check's noch nicht. Ihr habt auch keine Ahnung, ne? Grabungsstätte 3. Pass auf, wir machen wir mal, wenn wir das mal so vielleicht. 3 und 3. Ich bin so gut in dem Spiel einfach. Wie ich der Beste bin. In so ein Rätsel spielen. Weil da steht ja 3, ne? Gegenstände von Grabungsstelle 3. Und dann habe ich natürlich jetzt hier Grabungsstelle 3 genommen. Seht ihr? So, voll klug von mir gemacht jetzt einfach. Aber da habe ich noch irgendwas nicht. So, jetzt habe ich hier was Gutes gemacht. Hat sich dadurch was für uns ergeben? So, das haben wir jetzt. Ausgrabung der Statue. Welcher Standort? Haben wir jetzt irgendwas Neues? Ja, ist doch geil. First try, oder? Seid ihr schon jetzt? Sei ehrlich, ihr seid jetzt schon ein bisschen begeistert. Aber mir fehlt ja offensichtlich noch hier ein Detail zur Priorität. Aber welches denn? Hier fehlt mir noch ein Hinweis. Ich kann ja jetzt ja nicht schon wieder... Ich kann ja nicht beides nutzen. Ich kann ja nicht dieses Ding da nochmal hier auch nochmal nehmen. Wir müssen jetzt erstmal noch wieder mit jemandem sprechen, weil ich das jetzt... Hi. Nope. Mist. Ich gehe nochmal jetzt in den... Warte. War das oben? Schließfach. Wir gehen nochmal nach. Aber da kam ich auch nicht mehr raus. Da ist jetzt ja alles zu. Da hat sich noch nichts wieder ergeben. Ist auch zu. Zu. Wo kamen wir eigentlich vorhin nochmal her? Hier. Was? Nee. Ich hab doch schon einen neuen Tauchplan. Herr Schiedsrichter. Ich hab doch schon eigentlich alles gemacht. Mir fehlt eine Sache, oder? Mir fehlt eine Sache.
Aber was ist es, was mir fehlt? Da habe ich schon geguckt. Bailey ist zu. Was fehlt mir denn? Ich kann das hier auch nicht wieder raus. Das hier, das fehlt mir. Details. Ich habe ja halt nichts anderes. You know? Das heißt, ich muss irgendwas übersehen haben. Irgendein Teil, was ich da noch reinpflanzen kann. Aber was? Irgendeine Notiz, irgendwas habe ich übersehen. Aber wo, aber was, aber wann? Auf Klo kann ich nicht. Das habe ich gelesen. Alex macht die Anweisung. Also sie ist eigentlich Chefboss. Also vielleicht... Was kann das sein? Das haben wir uns angeguckt. Da haben wir den Hinweis bekommen. Das hatten wir uns auch angeguckt. Muss ich hier auf irgendwas raufzoomen? Nope. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen besser in Rätselfragen. Wir waren doch in allen Räumen drin, die uns zugänglich sind. Ah. Da ging es nicht weiter. Da dürfen wir auch nicht rein. Vielleicht liegt hier irgendwo noch eine Notiz, ein Zettel. Mit ihm kann ich auch leider nicht mehr sprechen. Hallo. Er ist nicht an uns interessiert. Irgendwas. Vielleicht. Dann, ah, warte, hier. Ah, das ist es. Die Göttin Thalassa. Die ursprüngliche griechische Meeresgöttin wurde in der Kunst als aus dem Wasser geborene Frauengestalt dargestellt, mit Hörnern aus Krabbenklauen, gekleidet in Seetang und mit einem Ruder in der Hand. Als Tochter von Licht, Aether, und Tag, Hemera, wurde Thalassa von Poseidon und Amphitrite beherrscht. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass Kapitän Tzatzeres von den Mythen um Thalassa fasziniert war und im 18. Jahrhundert eine Statue zu Ehren dieser Gottheit bauen ließ. Mrs. Greenwood hat diese Familientradition fortgesetzt, indem sie ihr Schiff SS Thalassa taufte. Dankeschön. So, jetzt haben wir es doch. So, guck. Das ist eine Kanonenkugel. Oh, warte. Das sieht ja faberig aus, wie das Auge da von Herr der Ringe. In was Pippin der Tore immer blickt. Kann man das sagen? Der Tore? Wenn jemand Torheiten macht? Der Tor, ne? Der Tor, genau. Und das Gemälde von Washington, schauen wir uns auch nochmal an. Wer ist das? Francis Cabrera Caceres. Ah, der ist das, okay. Kapitän Francisco Cabrera Caceres. So, jetzt haben wir auf jeden Fall was Neues. Happy, happy, joy, joy. Bam! Okay. Grabungsstelle 3 sollte Priorität haben, da es Hinweise darauf gibt, dass sich irgendwo dort die Statue der Göttin Thalassa befindet. Yes. Wie ich das wieder gemacht habe, oder? Der Meisterdetektiv. Wow, wow, wow. Entschuldigen Sie bitte. Ja, das habe ich ja alles gemacht. Warum verbietet man mir jetzt? Warum wird es mir verboten? Warte mal, habe ich das? Ich muss allgemein nochmal drauf drücken. Okay. So, am Ende kommst du zu einer Schlussfolgerung und erhältst neue Hinweise. Zu manchen Schlussfolgerungen gibt es Zähnen, die zeigen, wie sich etwas zugetragen hat. Dankeschön. Alex hat an Grabungsstelle 3 eine Klaue aus Marmor gefunden, die zur Statue der Göttin Thalassa gehören könnte. Sie zu finden hat für Isabel höchste Priorität. Ich sollte es Bailey erzählen. Hammer. So, jetzt haben wir es doch. Cam, if you're still below decks with Kamar, Llewellyn just like that keep feeding it through.
Sorry, Cam. The three of us have started on the figurehead. We could really use you. Right, I'm coming, Matthias. Bailey's waiting for you. Okay. Da müssen wir hin. Hier hätten wir uns dann natürlich gar nicht so richtig umsehen können. Da wusste ich ja noch nicht, dass mir dann die Tür verschlossen wird. Wenn ich da einmal... Guck mal hier, da habe ich zum Beispiel sowas nicht gesehen. An uns... Habe ich das gesehen? Achso. Doch, das haben wir doch vorhin schon gesehen. Das ist das Gleiche, das hätte ich auch hier finden können. Die ganzen Taucher. Das ist nochmal wieder so ein Buch. Polar. Oh, hier, guck mal. Endlich an Deck. Das sind die ganzen hier, guck. St. Catherine. Das sind die ganzen, das ist das Kanonenrohr. Boah, das ist echt ganz schön groß. Ich komme ja schon. Oh, der hat da so ein Grammophon. Hey. Hallo. What took you so long? Ich war ein bisschen dumm. What's happening with the cradle? The kids in the cradle? Makes sense. Concentrating on the third site instead. Let's get you geared up. Right, here is good. Okay, wir werden abgegiert. Kommt der Kran. Stand straight. Brace yourself. Habe ich schon tausendmal gemacht, Bailey. Ich bin ein alter Hase. Cam is here. There's a delay with the cradle, but we'll do site 3 next. Understood. I'll start the crane now. Das ist einfach ein Funkgerät, ne? Ich dachte, das wäre ein Grammophon. Zu der Zeit Taucher zu sein, ich meine, es ist jetzt schon furchterregend, aber zu der Zeit, alter Schwede, müssen die Leute Mut gehabt haben, sich da runterzulassen in die schwarze Tiefsee. Maria! Maria, darling, they've started raising the figurehead! Make sure you get photographs of that. I know. Don't worry. You shouldn't have given such responsibility to a child. Hans. We all have to begin somewhere, Captain. Maria's quite fond of her camera. She will do a good job. Of course. I haven't seen Isabel this emotional before. Suppose a big moment for her. More with her family, no? Oh, da ist sie! Would you look at that? Ha! No, 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 no! By the brakes! All of you get clear! It's coming down on top here! Matthias! Matthias, are you all right? Alex, can you get him? Anyone! You need to get down there. Yeah, come on. Und einfach rein in die Suppe jetzt, oder was? Cam is on the way! Anyone! Speak direkt damit! Oh Mann, okay, natürlich war ja klar, dass was schief geht. Jetzt werden wir da einfach reingestoßen. Keine Vorbereitung mehr. I got him. Matthias is hurt. I'm bringing him up. I'm good. Good job. Alex, what's your status? She was on the other side when... Alex, are you there? Are you das ist Frack. We need to go back down for her. Stop struggling. Da ist er. Ah, oh, das Bein! Ah, oh, scheiße! Matthias, get off the line. Cam is on the way. Moran, get Matthias up here. Au, ist das matsch, das Bein. Boah. Cam, flares are being dropped at the gate. Au. We're almost by the Alex. Oh, der arme Kerl. Au. Und es ist halt wirklich auch nicht unbedingt die Hochzeit der Chirurgie. Also
Oh nein. Na, egal. So. Also hier sind überall diese Tauchstäbe, diese Lichtstäbe da. Fackeln, Leuchtfackeln. Jetzt gehen wir mal zum Wrack, oder? So, jetzt sind wir hier unter Wasser. Das ist nice. Ah, ich mag einfach solche Spiele. Sehr atmosphärisch. Geht aber bitte nicht aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Fackeln nicht ausgehen würden. Alex, can you hear me? You'd better be fine, lass. Breaking service now. Careful. He's in a bad state. Yeah, you got him? I'll be back with you in a moment, Kim. Oh, der arme Kerl. So, jetzt sind wir auf uns allein gestellt, weil Bailey sich um den Verletzten kümmern muss. Die werden an Bord vermutlich jetzt nicht. Can anyone hear me? I'm pinned under debris. Ich komm, ich höre dich. This is Alex. I'm located at the bottom of Site 5. Can anyone hear me? I'm pinned under debris and can't move. Sie ist sehr, sehr ruhig, ne? Muss man echt. I repeat, this is Alex. I'm located at the bottom of Site 5. I'm pinned under debris and can't move. Hallo, ich bin da. Cam. I can't move. I've lost feeling in my right leg. Oh Mann, ey. Das ist halt echt gefährlich, so Wracktauchen. I can't hear you. Not if you can hear me. Good. My suit has been compromised. We need to free my leg. Okay, das ist nicht so einfach. Good. If you can cut the mast free. Oh, damn it, water's coming in faster now. Oh no, 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 no. Muss mich beeilen. Los! Das sind ja diese 300 Jahre alten Taue, ne? Die sind erstaunlich gut erhalten. Ich schaff das! Halt durch, Alex! Oh, 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 no, no, no! Ich kann doch nicht mehr! Oh, es ist unangenehm! Fuck! Oh, es ist unangenehm, die Arme! Oh, es ist ein fürchterlicher Horror! Oh Gott, ich kann ihr nicht helfen! Oh, es ist ein Horror! Oh, es ist unangenehm. Come, what's going on down there? Do you have her? Have you got Alex? Is she hurt? Come, talk to me. You damn it. Well, are you there yet? Do you have eyes on them? You have to let go. Alex, she didn't make it. Say that again. She was pinned down. Her suit fills with water. God. Do you have Alex? Cam is in shock. I'm bringing them up first. Get back safe. Eric. Take over. We got you, Kiam. Let us get this stuff off you. I. Was ein Horror. Llewellyn, take a minute. I can't. We can't just leave her down there. Not alone. We're not leaving anyone. Come. I'm worried about you.
Zu Recht. What happened wasn't your fault. There was nothing you could have done. I'm here. Yo, also ziemliche Tragödie. Er ist ein guter. Ja, I've seen this type of shock before. It's not good. To lose a part of the crew like that. Ich sitze immer noch hier. We all need time. I don't see how we could continue today. The weather is turning too, so. Sorry, Isabel. I think our only option is to get back to port. Both the ship and crew are wounded. And Alex deserves a proper burial. I'd like to request a temporary leave. I want to make sure Cam recovers. Oh, jetzt ist das traurig. Aber sowas von nachvollziehbar. Ich meine, die hatten ja offenbar auch eine unausgesprochene Liebesbeziehung oder irgendwas war ja zwischen denen. Cam, I'm worried about you. Und wir sind komplett jetzt psychisch in der Tiefsee. Boah. Jetzt sind wir hier in so einem Albtraum gefangen. Komplett entkoppelt von der Realität. Jetzt müssen wir hier das alles nochmal durchleben, oder was? Vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen was zur Geschichte der beiden. Guck mal, das ist so gut gemacht. Bailey ist an Deck und versucht in irgendeiner Form mit uns zu kommunizieren. Wir sind für ihn überhaupt nicht erreichbar. Und das ist der Zustand, das ist die Welt, in der wir gerade sind. Wir hören zwar die Stimmen, aber wir können überhaupt nicht interagieren mit ihm. Das ist echt gut gemacht. Und ich hoffe, wir können jetzt irgendwas erfahren zur Beziehung der beiden. You can't sleep all day, every day. You gonna get up? This can't go on. Clean yourself up, Cam. A sore head. Again. Ja, die Phasen auch, ne? Am Anfang dieses mitfühlende Verständnis, dann so eine sanfte Motivation und am Ende lassen sie ihn fallen, ne? Speaking. Oder sind zumindest Piss dann irgendwann auch. Das sieht aus wie ein Gesicht. What happened? All hands. What do you mean? What about the lifeboats? Okay, noch ein weiteres Unglück oder da ist das Wrack? Schaut mal. I understand. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie noch zur Rettung eilen. Klingt, als wenn dann ein Schiffsunglück irgendwo ist. Sind wir das? Oder ist es Bailey? Ist Bailey, oder? Fuck, er ist auch am Ende, ne? Okay, das war der Prolog. Cam, it's time to get up. We're nearing her last supported location. I need you to get ready, go over everything one last time. I'll prepare the gear. And would it kill you to clean up a bit? What
Ja. Okay, Monate später auf jeden Fall. Wir sind immer noch nicht so richtig hergestellt. Die Unaufgeräumtheit unseres Geistes manifestiert sich in der Unaufgeräumtheit unserer Kajüte. Und hier erfahren wir noch ein bisschen was zu unserem Schiff. Die ist gesunken tatsächlich, oder was? Also das Schiff ist... Wir waren auf dem Schiff. Dann ist dieses Unglück passiert. Dann sind wir in den Hafen gefahren. Für die Beerdigung von der Frau und so. Und dann muss in der Zeit vielleicht eine andere Crew mit dem Schiff nochmal rausgefahren sein. Und jetzt ist die gesunken oder was? Und wir fahren jetzt vielleicht dahin. Um dies zu bergen. Der Fluch der St. Catherine. Oh ja, gibt es da noch mehr Informationen? Ich würde das gerne lesen tatsächlich. Ist das alles? Schade. Kann man dazu kann man nichts lesen, einfach nur. Obwohl doch, das kann man lesen. It is with a heavy heart that we report more news of the tragic sinking of the SSS Thalassa last week. No survivors have been found and it is now believed all souls were lost. Owned by Mrs. Isabel Greenwood, the ship left port on June 27th to undertake its latest historical endeavor, the recovery of artifacts and pieces of the St. Catherine, a Spanish ship of the line dating to the 17th century. It is unknown what caused the mysterious sinking of the steamship, but this is not the first time the Greenwood expedition has been struck by ill fortune. An earlier accident claimed the wahrscheinlich live auf Baba Maria so und so. Okay, also. Ah, wir können wieder saufen. Ah, die haben wir leer geschlürft. Ja, der ist natürlich jetzt dem Alkohol so ein bisschen anheimgefallen. Wie gesagt, man kann es ihm nicht so richtig übel nehmen, ne? Tipp Rätselübersicht. Gehe den Ereignissen vor dem Untergang der Thalassa auf den Grund, um heraus auf dem Grund, das ist geschmacklos, um herauszufinden, warum sie gesunken ist. Finde auslösende Hinweise, die Fragen aufwerfen. Rätsel, die du bereits lösen kannst, leuchten gelb auf. Wähle in der Übersicht den Hinweis aus, den du dir ansehen möchtest. Wenn du ein Rätsel löst, werden manchmal neue Rätsel aufgeworfen und neue Verbindungen entstehen. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Ne? So, der letzte Tag der Thalassa. Nachricht vom Untergang der Thalassa während der Mission zur Bergung der St. Catherine. Wie weit waren sie auf ihrer Mission gekommen? Nachricht vom Untergang. Vergleichende Informationen. Wann ist sie gesunken? Wie lange hat die Fahrt gedauert? Dazu fehlen mir hier noch Hinweise. Aber die können wir uns jetzt ja holen. Also wir können ja auch noch nichts machen. Ich denke, da werden wir jetzt noch was zu finden. Okay. Was haben wir hier denn noch? Da leuchtet doch was. Werter Mr. Tulloch, Ihre Antworten haben uns unermesslich viel bedeutet. Es ist Kaimas Mutter ein großer Trost zu wissen, dass Sie und Cam die Suche aufnehmen werden. Ich weiß, dass es zu lange her ist, um noch zu hoffen, auch wenn es schwierig ist, es in Worte zu fassen, aber es wird uns allen etwas Frieden bringen, wenn wir wissen, was passiert ist. Ich fürchte, dass unser Beitrag zu Ihrem Suchfonds eher bescheiden ist, aber wir geben gern, was wir können und hoffen, dass es Ihnen in den nächsten Wochen nützlich sein wird. Okay, das waren die Eltern von dem einen Besatzungsmitglied, ne? So blöd das jetzt klingt, aber dann hat uns ja quasi diese Depression, die uns dazu gezwungen hat, an Land zu bleiben, davor gerettet, mit unterzugehen. So. SOS, ah, das ist der Hinweis. SOS Thalassa, 8. Juli 1905. Dann sind da die Koordinaten. 30 Grad, 25, whatever, Nord, 70 Grad, 23. West. Sie wären in 5 Tagen am Hafen gewesen. Okay, das ist ein weiterer Hinweis, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nochmal die Seekarte. Sehen wir vielleicht auch, wo sie gesunken sind. Also, St. Catherine's 7-Day Journey. Achso, warte mal. Port-au-Prince, 27. Juni, St. Catherine, 7 Tage. Haiti, Jamaika,
Genau, San Domingo. Das sind, alles klar, da sind die wohl. Okay. Da sieht man, wo die am Ende gelandet sind. Da nördlich, oder was war das nördlich von Haiti? Jamaika. So sieht das hier aus. Okay. Die Stube eines gebrochenen Mannes. Was haben wir hier noch? Gewürzregal. Bailey ist kein übler Koch. Ja, das ist auch eine wichtige Information. So, da geht's hoch. Ah ja, das ist hier die Brücke. Unser kleines Schiffchen. Also Bailey und wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Form verbunden geblieben, haben jetzt hier ein neues Schiff. Ich weiß nicht, ob es unser ist oder ob wir das gechartert haben, jetzt explizit für diese Rettungsmission. Das ist auf jeden Fall ein deutlich kleineres Schiff. Ist auch einfach niemand auf der Brücke. Ich weiß nicht, liegen wir vor Anker? Dann muss das ja auch nicht unbedingt sein. Was ist mit dieser Mütze da? Die können wir nehmen. Da geht's rauf, gucken wir erstmal hier. Oh, da ist die Taucherausrüstung. Mit dem Halsgewicht. Oh, er studiert die Karten. Huch. Oh no, ich hänge irgendwie fest. Ah, komm. About time. I reckon we should be right above her. I'll get everything set up. Meanwhile, go over everything. Make sure you're ready. Mhm, okay. Versprochen. Machen wir genau so. Können wir gleich nochmal diese Hinweise anschauen. Jetzt gucke ich erstmal mich noch einmal um. Das Boot ist auch die Details, ne? Wie hier schon in den Planken so alte Schleifspuren sind. Also das Schiff hat definitiv schon mal bessere Tage gesehen. Wir konnten uns also nicht das Beste leisten, sondern vielleicht entweder das Günstigste oder das, was am ehesten verfügbar war, um schnell diese Rettungsmission starten zu können. Das ist schon nice. Also das Spiel ist wirklich gut bislang. Bin ein bisschen positiv überrascht. So, wann ist sie gesunken? Das müsste ja das hier eigentlich sein, der SOS-Ruf. Wie lange hat die Fahrt gedauert? Reiseplan, so, oder? Ich bin so ein guter Detektiv geworden. Die Thalassa war seit 11 Tagen auf See und auf dem Weg zurück zum Hafen, als sie sank. Die Thalassa war 11 Tage auf See gewesen. Die Fahrt zur St. Catherine sollte ungefähr 7 Tage dauern. Sie hatten die Mission also wohl abgeschlossen und waren auf dem Rückweg zum Hafen. Okay. Was haben wir hier noch? Noch nichts Neues. Ja, ja, das haben wir schon gemacht. Ja, mehr haben wir jetzt gerade nicht. Dann denke ich, wir sind fertig, oder? Hallo? All set here. We should have sufficient time. I'll guide you as much as I can from up here. Mhm. Das ist nett. Stand over there by the lift. Mach ich. Also, das Unheimliche ist jetzt, wir sind nur zu zweit. Eben hatten wir 4 Taucher und halt oben noch eine Crew, die helfen konnte. Also es war eine Rettungsmission, eine Evakuierung war möglich. Jetzt sind wir alleine. Das heißt, wenn irgendwas passiert, keiner kann uns retten. Und vor allem müssen wir jetzt wieder rein da. We do need to find out what happened. Und unser Trauma wieder suchen. Tja, mal gucken, ob das gut geht. Wenn er jetzt eine Panikattacke kriegt unter Wasser, überventiliert oder so. So, auf die Schaukel, auf der wir so runtergelassen werden. Beginning your descent. Promise me, calm. No unnecessary risks. Da wird jetzt gar nicht gesagt, wie tief das Wrack liegt.
weiß gar nicht, wie das früher war mit diesen Taucheranzügen, wie das mit den Druckverhältnissen ist. Wenn normalerweise, wenn man so tief ist, dann muss man ja so einen Druckausgleich machen, teilweise über mehrere Stunden. Ich weiß nicht, wie das damals so gewesen ist. Aber es sieht auch echt nice aus, oder? So. Ja. Wir haben keine, also keinen Sauerstoffschlauch. Ich weiß nicht, haben wir auf dem Rücken eine Sauerstoffflasche oder wie ist das jetzt? Das ist unheimlich, aber glücklicherweise gibt es hier einen ganz gut angelegten Pfad. Wir müssen jetzt also nicht da diese fiesen Klippen runter. Mit diesem Anzügen kann tiefer getaucht werden, ist ja ohne Sauerstoffkompressor, sagt Antje. Okay, danke, wieder was gelernt. Und an jedem Felsen hat man ja die Gefahr, dass der Anzug reißt, ne? Ein bisschen wie Astronauten auch. Wenn ich da jetzt aus Versehen entgegenkomme, im Riss im Anzug, war es das. Hier auch diese engen Schluchten. Quetsche ich mich da jetzt durch? Ist aber nicht ungefährlich. Aber wir müssen halt diesen Weg auch zurück, ne? Das ist ja auch das Unheimliche. Da oben ist unser Boot. Allein, dass wir das sehen können, ist schon mal gut, weil wahrscheinlich in dieser Tiefe ist es eigentlich sehr, sehr dunkel. What? Say that again. You say Teresa. It has to be flotsam from Atalasa. I wonder who it was. Can you open up any drawers? Mm-hmm. Sorry, Cam. No idea what that's about. Okay, es ist irgendein Flechtwerk, ein Zopf oder sowas. Was steigt hier auf? Es ist Gas. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, dafür, dass ich diese Truhe geöffnet habe. Ich weiß nicht, ob man das auch hätte nicht machen können. Woher weiß der das eigentlich? Der hat doch auch keine 3D-Karte hier der Tiefsee. Woher weiß der, dass jetzt hier sowas kommt? Das hat jetzt massiv gebrummt bei euch, bei mir auch, aber das konnte ich jetzt ja auch nicht vorhersehen. Ich hoffe mal, das fetzt euch nicht die Ohren weg, aber das ist, der Sound ist sehr unterschiedlich. Oh, eine riesige Schriftschraube. Ist das die von unserem geliebten Thalassa-Gefährt? Ein Wrack in einem Wrack. No sign of us in Captain. That's my idiot. Hier? Auf der grüne 9. Ist das der? Warte ganz kurz. Man weiß ja immer nicht, ob es der Hauptweg ist oder eine kleine Abzweigung. Das war der Hauptweg, hier werde ich nicht. Doch. Vorsicht, nicht auf den Fuß fallen, bitte.
Okay, das könnte der Hauptweg sein. Aber ich denke, gehe ich jetzt nochmal diesen anderen Pfad rein. Ich bin von da gekommen. Das kann man hier leicht übersehen. Deswegen gehe ich hier zuerst rein, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwelche Special-Geheimnisse finde, die ich dann nutzen kann. Das ist schon ganz schön weitläufig. Oh, Fischis. Da geht's auch weiter. Tja, was ist jetzt der Hauptweg und was ist der optionale Weg? Das sind auch Trümmerteile. Was haben wir denn hier? Okay, da komme ich nicht durch. Das würde ich auch gar nicht erst versuchen. Oh komm, hier muss ich durchkommen. Hör auf. Nee, komm. Ernsthaft? Ich kann mich auch nicht ducken. Crouch? Nee. Aber das ist ein bisschen enttäuschend, tatsächlich. Nicht durch. Das ist Mist. Okay, schade. Ich hätte gedacht, hier finde ich irgendwas. Warum ist denn hier überhaupt so ein versteckter Weg noch? Wenn hier nichts ist. Dann lieber gar kein Weg. Da zurück. Schade. Kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Mal kurz gucken. Da ist ein neues Rätsel. Wir müssen den Auslöser finden. Okay, haben wir natürlich noch nicht. Logischerweise. Dann gehen wir dann doch jetzt hier durch, wo wir gerade dieses Rohr da noch... Das hier zum Beispiel, oder? Da gehst du durch an der alten Schraube, reißt dir den Anzug auf und das war's dann. Oh, da ist der Anker. Oh. Ja, vielleicht steckt da auch mehr hinter, ne? Das ist der Fluch der St. Catherine. Vielleicht will das Schiff nicht geborgen werden. Glücklicherweise haben wir noch keine Haie oder so gesehen. Also, guck mal, da ist das Schiff. Ja, ich gehe da jetzt rein. Was wartest du denn? Oh, warte, warte. Ja. Alright. I hate to say this, but maybe you should try. Just be really careful. Könnte das Schiff nicht eigentlich jetzt seine Position leicht korrigieren und mir ein bisschen entgegenkommen? Das könnte sich doch auch jetzt hier direkt übers Wrack stellen. Dann wäre es ein bisschen leichter, wieder hochzukommen. Oh Mann. Man kann ja auch nicht hochschwimmen, ne? Man sinkt ja, wir sind ja extra so beschwert, Eisenschuhe und Gewichte, wir sinken halt ab. Ohne diese Schaukel kommen wir auch nicht wieder hoch. Das heißt, wenn wir da in den Abgrund sinken, war es das auch. Also es ist schon nicht so ungefährlich, was wir hier machen. Zum Glück kenne ich mich aus.
mit dem Tauchhandwerk. Was jetzt? Hebel ich die Verkleidung auf? Um da an die Schraube ranzukommen. Zum Glück haben wir das ganze Werkzeug dabei. Ist es eigentlich leichter, unter Wasser eine Schraube aufzudrehen oder schwieriger? Da macht das gar keinen Unterschied. Hat einer von euch schon mal unter Wasser eine Schraube gelöst? Leute, soll ich mal ein bisschen leiser machen? Also ich habe das Gefühl, dass der Sound massiv zugelegt hat. Ja, das war klar, dass das passiert. Oh no, das Werkzeug. Das Unbezahlbare. Oh, guck mal hier. Willkommen zu Hause. Achievement. Kann ja noch passieren. Zum Sound ist okay, okay. Bei mir ist er regelmäßig, wenn er so dröhnt im roten Bereich. So. Ey. Hallo? So. Oh Mann. In diesem Jahrhundert werden unsere Bemühungen in sämtlichen Bereichen gewaltige Fortschritte machen, in der Luft, an Land sowie auf See. Und was Letzteres angeht, so steht die Thalassa an vorderster Front. Von diesem Schiff aus werden wir an die Grenzen der maritimen Geschichte und Archäologie gehen und darüber hinaus. Das Ziel unserer neuesten Expedition ist die Bergung der Galeone St. Catherine, eines spanischen Linienschiffs, das seit beinahe 300 Jahren unter den Wellen schlummert. Dies ist kein geringfügiges Unterfangen und aus diesem Grund sind Sie eingeladen, das Schiff zu besuchen. Ergreifen Sie diese Gelegenheit, in die Geschichte einzugehen. Auf ins Abenteuer, Isabel Greenwood. An dieser Stelle herzlichen Dank übrigens an Jay, an Testo Klops, an MJ, bist du noch da? MJ? An Baschkühe, an Mike, Bam Hero, Hokey Mokey Pokey. Vielen Dank. Ich bin immer so vertieft im wahrsten Sinne in dieses Spiel, dass ich da manchmal vergesse drauf zu gucken. So, was haben wir hier noch? SSS Thalassa, eine neue Ära der Archäologie. Jay Linden. Die frisch getaufte SSS Thalassa, die am 15. September 1898 in New York aus der Werft kam, will etwas Einzigartiges vollbringen in diesem neuen abenteuerlichen Zeitalter der Schifffahrt, das bisher von den Polarexpeditionen der Discovery und der Gauss geprägt ist. Die Thalassa ist im Besitz von Mrs. Isabel Greenwood, Erbin des Vermögens des Schifffahrts- und Holzunternehmens Greenwood und wurde für die meeresgeschichtliche und meeresarchäologische Forschung gebaut. Es ist für Tiefseetaucher ausgestattet, die auf dem Meeresgrund arbeiten. Die abenteuerlustige Mrs. Greenwood und ihre Besatzung wollen verlorene Artefakte aus der Vergangenheit wieder ins Licht befördern. Ihr erstes Unterfangen an Bord dieses speziell konzipierten Schiffes wird die Erkundung einer Trireme aus der griechischen Antike im Ägäischen Meer sein. Für Mrs. Greenwood ist das erst der Beginn einer ganzen Reihe. Neue Hinweise. Oh ja, die Pflanze. Somehow macht ihr Salzwasser gar nichts aus. Oh, ein Bild von der Crew. Liebe Grüße aus Adendorf. Grüße gehen zurück. So, wir werden den Schmutz... fern. Schmutz wegwischen. Ach, guck mal hier. Sind wir der im Taucheranzug? Das Foto ist 2 Jahre alt. Sie fehlen mir. Die sind alle tot, ne? Aber seht ihr, war das Bild... Warte mal ganz kurz. Nicht abhauen hier, lieber Taucher. Ich mach das gerade nicht. Ich will mir das Bild nochmal angucken. Mir ist was aufgefallen. Okay, und zwar seht ihr das? Das sieht aus wie ein Einschussloch. Und da wir, glaube ich, ja gar nicht wissen, wie wir aussehen, ich nehme an, wir sind der Taucher links. Wir stehen ja auch direkt neben Maria. Wir hatten ja in irgendeiner Form ein sehr enges Verhältnis. Der Bailey hat seine Hand auf unserer Schulter. Und dieses scheinbare Einschussloch ist direkt auf uns. Das ist doch 100 Pro irgendeine Message. Oder?
Das ist kein Zufall, dass das so aussieht. So, wir haben natürlich noch eine Karte hier. Wir sind in der Rezeption und wir sollen hier rein. Also können wir einfach einen der Aufgänge nehmen. Und habe ich Maria gesagt? Wie heißt sie nicht Maria? Entschuldigung, was habe ich gesagt? Emil ist auch egal. Ich habe sie jetzt Maria genannt. Alex, wie komme ich auf Maria? Alex heißt sie. Was habe ich denn Maria gesagt? Da müssen wir jetzt hin. Also einfach nur ein Deck nach oben. Das kriegen wir hin. Aber ich will ja ehrlich gesagt alles erforschen. Also ich will jetzt ja nicht nur straight zum Missionsziel. Ich habe ja schon Interesse, so viel wie möglich mir anzugucken. Zumal mir ja auch viele Bereiche des Schiffes verborgen waren. Ich durfte ja gar nicht überall hin. Was ist das? Zylinder? Ah, Phonographenwalze. Für Stimmaufnahmen. Oh! Unter Wasser? Das ist natürlich Hammer. 1900 und 1807 steht da. Oh! Ah, das kann ich da rein. Patentierter Phonograph und ein silbernes Hufeisen. Ah ja, da. Sieht aus wie ein Kettenanhänger oder so. Ihr könnt es ja mal schauen. Wir haben ja neue Hinweise jetzt hier. Also. Zeitungsartikel. Ne, das war's ja auch Quatsch mit Soße. Aber ich dachte, ich kann den Koffer mitnehmen und da diese Walzrollen irgendwie verstauen. Aber das ist gar nicht möglich. Projektor. Ach, das ist ein Telegraph. Okay. Oh, Wachswalzen, Aufnahmegerät. Das ist ja so Hammer. Guck dich das mal an. Diese Technologie, oder? Können wir das jetzt auch damit abspielen? Oder nur mit aufnehmen? Rätsel, was wir lösen, kommt ein neues hinzu. Oh, okay. Wer von euch kann Morsezeichen? Wollen wir das jetzt gemeinsam machen? Ja, wir werden das vermutlich... Wer von euch kann Morsezeichen? Gibt es eine Webseite, wo man morsen kann? SOS kann ich auch. Also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz ist SOS. Das kann jeder erkennen, ne? Tak, 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 tak. Das erste ist SOS. Und danach... Keine Ahnung. warte mal. Können wir denn... Identifizierung der Person in der... Ja, 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 ja. Ich würde gerne... Ja, ganz ehrlich, ich hätte jetzt Lust, das zu... Ich hätte Lust, jetzt parallel eine Webseite aufzurufen und das einzugeben. Ganz kurz, pass auf. Darf ich das nochmal angucken? Ja, pass auf. Ich suche jetzt mal online... nach einer
Morse-Zeichenübersetzer. Translate Morse Code. Probier das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal zusammen. Gebe die zu konvertierende Zeichenfolge ein. Okay, wir machen das mal zusammen. Ich kann euch das gerade nicht zeigen, aber. Punkt. Strich, Strich. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Ach nein. Okay, warte. Das ist andersrum. Kann man das wechseln? Morse Code zum Text. Okay. Nee. Text zu Morse-Code, Morse-Code zum Text. Geben Sie den Morse-Code. Ich probiere mal, ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, das ist irgendeine komische Webseite. Und jetzt? Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Angeblich eine 3. Das ist doch Quatsch, wieso denn eine 3? Das funktioniert schon mal nicht. Verwenden Sie verschiedene Morse-Codes zum Text umwandeln möchten. Folgen Sie diesen Schritten. Wählen Sie den Modus Morse-Code zu Text. Geben Sie den Morse-Code, den Sie in Text umwandeln möchten, in das vorgegebene Eingabefeld ein. Stimmt doch gar nicht. Das ist ja angeblich so, ist das eine 3. Das stimmt ja aber gar nicht. Das ist ja, hier wird einfach knallhart gelogen. Warte, ich guck nochmal kurz in den Chat. Du musst ein Leerzeichen setzen. Willst du die Übersetzung, Nils? Ja, wenn ihr die habt, los, hau raus. Lucky Cop, wenn du schneller bist als wir, hau raus. Gib uns die Übersetzung. Many hands ghost into making a light bulb reactor about the facts of his life. Ernsthaft? Many hands ghost into making a light bulb reactor about the facts of his life. Aber ist das erste ist doch eindeutig SOS. Ach, warte mal ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, ich Doofkopf hab logischerweise. Ja, jetzt geht's. Ich habe wirklich das Leerzeichen vergessen. Ah, warte. Ich habe wirklich, ihr habt völlig recht. Ich muss ja zwischen allen immer das Leerzeichen setzen. Warte mal. SOS. SOS. ETEK. Kann das sein? Warte. Nee, das ist, warte. SOS R. Boah, jetzt. Nee, warte, das machen wir mal weg. SOS? Nee. Das nächste ist ein R. SOS. Rette uns, oder was? Safe. Also muss ja Englisch sein, der Text. Das stimmt nicht, was du gesagt hast. Zack. Zack. Zwei. Warte, SOS. Ah, es wäre eigentlich besser, wenn ich euch die Webseite zeige. Es ist für euch wahrscheinlich mega lame so. Aber Punkt. Dann Nase, Punkt, Nase. SOS, REC. Ne, da kommt noch ein Punkt. Okay. Dann Punkt, 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 Punkt. Nein, doch, richtig, Strich. Pass auf, ich mache jetzt mega schnell. Punkt, Lücke, Strich, Punkt, Punkt, Lücke, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Lücke, Strich, Lücke, Punkt, Strich, Strich, Lücke, Strich, 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 Lücke, Strich, Punkt, Punkt, Lücke, Punkt, Strich, Lücke, Strich, Punkt, Strich, Strich. SOS received today. Oh, es funktioniert, Leute, es funktioniert. SOS received today. Wo waren wir stehen geblieben? Drei Punkte. Ich bin oben rechts bei den drei Punkten. Strich, Strich, Strich.
Punkt, Punkt, Strich, Lücke, Strich, Lücke, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, Lücke, Punkt, Strich, Punkt, Lücke, Strich, 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 Lücke, Strich, Strich, Lücke, Strich, Punkt, Strich, Strich, Lücke, Strich, 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 Lücke, Punkt, Punkt, Strich, Lücke, Punkt, Strich, Punkt, Lücke, Punkt, Strich, Strich, Punkt, Lücke, bab, 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 Lücke, bab, 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 Lücke, bab, bab, Lücke, bab, 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 bab. Oh Gott, ich hoffe, ich habe die Leerzeichen richtig gesetzt. SOS received today south from your position. Oh, das funktioniert, Leute. Warte, zack. Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich. Lücke. Punkt, Punkt, Punkt. Lücke, Strich. Bab, bab. Bab, bab. Nee, falsch, 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 falsch. Punkt, Strich hatten wir zuletzt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, haha. Haha, haha. Haha, haha. Haha. Ah, ne. Haha, haha. Okay. SOS received. Today, south from your position. Stay strong. I made it! Ganz allein! SOS received. Today, south from your position. Stay strong. Geil! Ich habe einfach mal einen Morse-Code geknackt. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Spiel mir irgendwas bringt, aber wir haben es geschafft. Oh, Bailey. Baileys alter Spind. Alter, ist das eine unangenehme Situation, da jetzt noch zu kriechen. Sobald irgendwas auf uns rauffällt, wir sind komplett verloren. Och, wenn das jetzt zusammenkracht, ne? Wir sind einfach komplett lost. Niedrige Decke? Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt wieder... Nee, das wäre das, wie mich wieder durchzwängt, glaube ich. Wir gucken uns hier alles an. Infirmary? Können wir nicht durch, oder? Da ist... Ah, doch. Oder? Nee. Okay, also wir haben doch eine relativ große Krankenstation hier. Da hätte der Typ, der da sich das Bein zerfetzt hat, eventuell doch adäquat Behandlung gefunden. Aber man will es ja trotzdem nicht. So, das ist hier der Hauptraum, genau. Closed for safety, ja. Ein bisschen später gedacht, oder? Es ist Monate her, aber es fühlt sich an wie gestern. Guckt. Hat sich auch nichts verändert. So, was haben wir hier? Warum? Warum können wir uns die Seile angucken? Das ist ein besonderer Knoten. Gesicherte. Ah, okay, das ist wieder ein Hinweis. Scrapbook. Ob wir noch Leichen finden? Nicht viel gescrapped. Ah, da. Thomas und Jesse. Die macht da die Aufnahmen. Oder was hat die gemacht? War das ein Hinweis? Ja, ne? Jesse, ne? War ich darum. Da steht doch Marias Album. Ich wusste doch, dass ich den Namen Maria irgendwo gelesen habe. So, hier. Oh, Foto schwebt da rum. Der macht Musik. Oh, guck mal. Zwei Herzen. Der Baum ist hier in die Lobby gekippt. So, wir gucken uns natürlich komplett um, ne? Oh, M&K. Da haben welche Liebe gefunden.
So. Wir gucken uns hier alles an. Da. Eine moderne Pionierin, Mrs. Greenwood auf der SSS Thalassa. Jay Linton, am ersten Jahrestag der Jungfernfahrt der SSS Teller unleserlich. Im Interview mit Mrs. Greenwood merkt man schnell, dass sie eine einzigartige Persönlichkeit ist, die ihren eigenen Weg geht. Ein Musterbeispiel einer modernen, unabhängigen Frau. Ich habe gelernt, selbstständig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und meine Ziele zu verfolgen. Eine Lektion, die ich mir von meinen männlichen Kollegen abgeschaut habe. Der Vorstand von Greenwood und Co. mag meine historischen Expeditionen als egoistisches Launen abtun. Aber ich bin ganz ehrlich, mein Geld, meine Launen unleserlich. Okay, aber wir haben einen weiteren Hinweis entdeckt. Alles kann hier wichtig werden, jede Kleinigkeit. Ja, okay, das ist nett. Aber erstmal möchte ich mir hier alles angucken. Gut, dass man etwas Sauerstoff hat, auf jeden Fall. Was sind das? Tagebucher? Logbücher, wollte ich sagen. Fehlende Dokumente, aber ich darf die nicht an mich nehmen. Auf jeden Fall haben wir hier schon wieder einiges an Informationen. Dear Mrs. Greenwood. Achso, weil wir können hier. Liebe Mrs. Greenwood, am 16. Juni 1905. Wie zuvor besprochen, darf ich Ihnen hier mit voller Freude mitteilen, dass die von Ihnen angefragte Reporterin den Auftrag angenommen hat. Wie besprochen, werden wir Ihnen die exklusiven Rechte für die Berichterstattung zur Expedition zu St. Catherine abkaufen. Die Reporterin ist auf dem Weg und zum Hafen und wird sich per Telegram bei Ihnen melden. Die hatten Telegram früher schon. Mit freundlichen Grüßen, J.F. Chester, Chefredakteur. Okay, das wird auch ein wichtiger Hinweis sein. Schreibmaschine einmal abspeichern. Das ist die Mutter von Alex oder wer ist. Ah, nee, die ist zu jung. Ah, das ist das Hufeisen-Armband. Seht ihr? Unten links an. Ah, das ist ein Armbandanhänger. Den haben wir schon hier gefunden. Ein weiterer Hinweis. Okay. Also muss die Person ja hier sein. Warte mal ganz kurz. Die Person, Mutter-Tochter-Foto, genau. Aber ist das nicht. Die Mutter, das hatten wir doch gesehen in der Kajüte, das ist doch die Mutter von Alex dann, oder? Und sie hat ihr das dann geschenkt. Aber ist das... Ja, hat sie... Ja. Okay. Sind wir das? In der Mitte? A lady can do the job. She put me this place down. Er ist der Typ in der Mitte. Okay, also. Können wir mal ganz kurz in diesen Hinweisraum gucken? Die neue Passagierin. Das könnte das sein, oder? Was war ihr Zweck? Das vielleicht? Oh, wir sind so gute Detektive geworden. Isabel hatte eine Reporterin namens Jessie Linden von The Illustrated New Yorker News auf das Schiff eingeladen. Sie schrieb einen Artikel über die Mission St. Catherine. Also, Turboschwanen, hallo, guten Abend. Also, leeres. Oh, okay, das haben wir noch nicht. Zeit. Was? Zeit, haben wir das schon? Nee, nee, nee. Das ganze Artikel ist ja viele Dokumente. Nee, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Da haben wir einfach noch nicht die richtigen Informationen. So. Also wir können jetzt hier mal wieder rein. Da ist vermutlich dicht, ja.
hier. Was? Nicht der Raum. Da sollen wir hin. Wir sind hier. Da fehlt ein Schlüssel, oder was? Rezeption. Hier ist wahrscheinlich alles verschüttet. Diese Räume sind wahrscheinlich nicht begehbar. Dann gehen wir mal erstmal hier durch die Messe. Na, wie sieht's aus? Wir haben ja kein Werkzeug mehr, ne? Aber die Scheibe könnten wir doch einschlagen. Das ist auch mit einem Taucheranzug gar kein Problem. Da kommen wir her, Isabels Office. Oho, ja. Oh, guck mal hier. Was ist denn das? Die Frisur ist sehr modern. Kriegen wir das auf? Nö. Schade. Die Pantry dürfen wir nicht. Oh, da ist noch eine Rolle. Eine Wachswalze. Wird die direkt angehört jetzt oder wie läuft das? New York News. She's such a rude child. She's Isabel's daughter, though, so. Nonetheless, everyone should be taught the importance of respect. Geh ich mit? Das Gute ist, man muss hier nicht abwaschen. Das macht das Meer für einen. Da ist noch was. Gehen wir erstmal hier. Storage. Messer erforderlich. Das Tor ist zu, ich müsste mit irgendwas öffnen. Ja, aber es wird da wohl in der Küche ein Messer zu finden sein. Also wenn nicht in der Küche, wo denn sonst? Ah, da, guck mal hier. Merkwürdiges Gemüse. Eine Kuhgemüse. Ah, das ist eine Kuh! Ein Gemüsetier. Was ist denn das? Oh, das ist ja fantastisch. So eine Kuh. Wie heißen diese Dinger noch? Diese. Wie heißen noch diese lila, diese langen lila Dinger da? Wie heißen die noch? Ist, was ich meine. Aubergine, genau. Dankeschön. Aubergine, ja. Aubergine. So, wo ist jetzt hier das Messer? Also, sorry, aber wenn wir in der Küche kein Messer haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Ist das hier gruselig? Och, guck mal hier, Memories. Oh no, Memory Lane. Auf jeden Fall ist es sehr geräumig, das Schiff. Dafür, dass es ja eigentlich eher zweckmäßig ist, aber es wurde ja auch neu gebaut. Closed for safety, komm mal, ernsthaft? Bolzenschneider haben wir auch nicht. Okay, wenn hier aus Safety-Gründen geschlossen war, dann kann man davon ausgehen, dass unruhige See ist, oder? Weil wenn du hier schließt, das machst du doch nur während das Schiff schweren Wellengang hat. So, das kann ich doch jetzt hier wegnehmen. Vorsicht mit den Nägeln, bitte. Das wäre mir sehr lieb, dass wir uns nicht den Anzug aufreißen. Boah, eine falsche Bewegung und der Anzug ist kaputt. So, da waren wir aber eben schon auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, eher eine Abkürzung. Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht durch. Wir müssen wirklich gut aufpassen, weil die Dinge können ja auch einfach hier im Wasser schweben, ne? Oh, noch eine Wachsrolle. Natürlich wieder.
Und sie will dir was verbergen. Notizbuch, das könnte wertvolle Informationen beinhalten. Glauben, wie schnell sich zugespitzt hat, muss mit anpacken. Sogar die Herrin des Hauses hat die Ärmel hochgekrempelt. Und ich sollte wahrscheinlich auch und mich etwas nützlich machen, okay? Sieht man da oben noch? Guck mal, da geht's. Eigentlich ist da die Stufe nach oben. Aber die dürfen wir jetzt ja nicht nehmen. Ich empfinde es als ein bisschen quatschig, dass wir hier kein Messer finden. So, wir haben hier neue Rätsel. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hinweise auf Schwierigkeiten. Das könnte das Warnschild sein. Übereinstimmende Spuren. Hinweise auf Schwierigkeiten. Warnschild, Mutter-Tochter-Foto, Schnitzereien, Porträt. Das hier, die werden gesichert. Wer musste helfen? Oh, warte mal. Von wem war nochmal dieses Notiz? Sogar die Herrin des Hauses, also Isabelle, oder? So? Sherlock Nils! Laut Jesse wurde die Thalassa von einer plötzlichen Sturmfront überrascht, sodass selbst Isabel zu Werkzeugen griff, um bei der Sicherung des Schiffes zu helfen. A storm front wind sink at Thalassa. Hans was too experienced and it was a new ship. But if Isabel was picking up tombs, it must have been bad. Maybe the tombs are still in her office. Okay, Isabels Office, ja. Da können wir uns das zurückholen. Was haben wir hier? Hinweise auf Herumschleichen. Herumschleichen. Nee. Das ist ja nicht herumschleichen. Ich glaube, da fehlt uns noch was hier. Nee, das haben wir noch nicht. Das haben wir schon, ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir schon probiert. Warte, ganz kurz. Haben wir irgendwas Neues in der Zwischenzeit? Missionsfortschritt, Zeitungsartikel. Artikel über, nee, das könnte eigentlich nicht sein. Oder wurde das hier? Nee, das so zu. Nee, da müssen wir noch weitere. Das ist es nicht. Ich würde jetzt gerne mal ein Messer finden. Ja, also da dürfen wir nicht raus. Wir können natürlich jetzt nicht springen oder irgendwas, ne, falls ihr das denkt. Oder blubbert oder was. Wir kommen jetzt da wieder raus. Da kommen wir nicht hoch. Ich glaube, hier haben wir dann fast alles. Isabels Kabine müssen wir aufsuchen. Das kann es nicht sein, oder? Nee. Da fehlt ja auch komplett was. Nee, das kann es nicht sein. Da hat jemand im Chat gerade wilde Vermutung angestellt. So, Isabels Office, hier müssen wir rein. Können wir jetzt hier noch was Neues finden? Da wurde doch gerade gesagt, ich soll nochmal hier reingucken, ob ich Werkzeuge finde. Guck mal hier, Metallobjekt. Das ist doch eine, hier, wie heißt das, Rohrzange. Das ist ja auch noch neu hier, oder war ich hier schon dran? Nee. Also man muss offensichtlich auch immer wieder zurückkommen. Aber die ist ja leer.
Nicht alles wird einem leicht gemacht. Manchmal gibt es auch falsche Hinweise. So, jetzt. Warte, das war. War das. Jetzt sind wir wieder hier. Was hier links? Bin ich mir sicher. Da, Pantry kam ich immer noch nicht rein. Schlüssel, genau. Muss es hier links sein, oder? Maintenance, ja. Dafür brauche ich das Messer. Das haben wir geschafft. Da können wir jetzt durchkrabbeln. Oh. Was? Achso, da muss ich erstmal so durchstapfen noch, okay. Wir haben auch keine Leichen so gefunden, ne? Bislang. Mysteriös. Das ist ein Schraubenschlüssel. Okay. Was habe ich gesagt? Ohrzange, ne? Kann man das nicht auch? Okay. Ich möchte mich entschuldigen bei der Schraubenschlüsselgesellschaft. Graffofoni Columbia. Auftragsnummer 102, also 10042. Besatzungsmitglied Kai Ma, Vorgesetzter Eric, Datum 28. Juni 1905, Aufgabe Wartung Tauchplattform. Bis 1. Juli alle Motoren und Plattformen prüfend begonnen. War halb fertig, dann von Thomas für Motorenarbeiten zugeteilt. Mal im Ernst, Eric, was sollen diese Formulare bringen? Okay. Neue Hinweise. Aufstehende Berichte. Oh, die Gitarre. Schall setzt sich unter Wasser besser fort als an Land, sodass, glaube ich, eine Unterwasserband voller Erfolg wäre. Gibt es Unterwasserbands? Gibt es Unterwasserkonzerte? Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Okulwale können kilometerweit singen. Jetzt wird im Chat diskutiert, handelt es sich um eine Rohrzange oder handelt es sich um einen Schraubenschlüssel? Ich halte euch auf dem Laufenden. Breitet sich schneller aus im Wasser. Dann muss man auf die Musikrichtung Acht nehmen. Sowas wie Speed Metal oder so. Das heißt, jemand, der nur in der Lage ist, normalen Metal zu spielen, könnte unter Wasser Speed Metal spielen. Ist doch nicht schlecht. So, hier haben wir eine Wachswalze, eine weitere Wachswalze. Walter walzte Wachswalzen. Wachswalzen walzte Walter. Da ist noch eine. Was haben wir hier? You always seem to have your hands full. If not the ship, it's the crew. And then there's Eric. You know.
always need to let off some steam. People like Eric don't seem to understand that. Okay, der Eric ist ja offensichtlich ein schwieriger Zeitgenosse. Toilette. Spülung defekt. Das machen wir gleich. Okay, das Ding ist komplett zu. Was haben wir hier? Herumliegende Papiere. Das ist diese Karte. St. Catherine. St. Catherine, 7 Tage, 9 bis 10 Tage. Angenommen, wir können unsere Fahrt fortsetzen, sollten wir am 5. oder 6. da sein. Ausgrabung 10 Tage, 8 bis 7 Tage. Ein Versuch, wenn wir Glück haben, um alles zu erledigen. Priorität, da ist unleserlich, leider. Neue Hinweise. Ein weiteres Notizblöckchen. Da sollte doch auch was drinstehen. Jessie hat mich gebeten, dem Verschwinden ihrer Aufnahmeausrüstung nachzugehen. Sie ist sicher, dass sie die Sachen nicht verlegt hat, sondern dass sie aus ihrer Unterkunft gestohlen wurden. Hans ist dagegen, unsere Ressourcen auf die Suche zu verwenden. Das macht Hans natürlich verdächtig. Und er war ja auch schon dagegen, dass die Crew abgelenkt wird. Eventuell hat er jemanden damit beauftragt, das verschwinden zu lassen. Das würde ich Hans zutrauen. Schließlich ist Hans auch Deutscher. Und Deutsche in Medien sind ja meistens ein bisschen verschlagen. Daher ist Hans alles zu trauen. Aber er tat es in guter Absicht, weil die Reporterin natürlich die Mission gefährdet hat. Oh. Ah. This is the problem. Pinches! It's a bit uncomfortable, but it's better than losing your balance down there. Trust me. Thanks, Alex. Oh, man. Memories. Urgent Notice. Wichtiger Hinweis an die gesamte Besatzung. Aufgrund kritischer Wartungsarbeiten auf der Thalassa verzögert sich der Zeitplan der Expedition. Wir arbeiten an der Behebung des Problems. Wenden Sie sich in der Zwischenzeit an den Kapitän und an Eric, was anstehende Aufgaben und den neuen Zeitplan angeht. Gleason, leitender Ingenieur. Gucken gleich nochmal wieder auf die Hinweise. Oh, eine Mappe. Was haben wir hier drin? Wichtige Dokumente. Underwater Detective. Hans Hess. Hans hat mich gebeten, den Kranunfall zu untersuchen. In Anbetracht der Umstände und mit Mrs. Greenwoods Genehmigung habe ich zugestimmt. Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten konnte ich bereits ausschließen. Ich habe eine unabhängige Partei damit beauftragt, den Kran zu untersuchen, während ich folgenden Punkten nachgehe. Technischer Entwurf, Aufbau und Wartung, Kauf und Qualität, Eric. Oh, wurde das vielleicht sabotiert? Und um vorzubeugen, dass der Sabotageakt aufgedeckt wird, wurde dann gleich das gesamte Schiff versenkt. Vielleicht gibt es irgendjemand, der nicht will, dass wir die Catherine bergen. Erst wurde nur der Kran sabotiert und als das nicht gereicht hat, wurde das gesamte Schiff versenkt. Sie klingt nicht gut. Dieses tiefe Brummen und Rattern hört nicht auf. Das stimmt definitiv etwas nicht. Beantragung, Unterbrechung der Weiterfahrt, um das Problem zu suchen. Einteilung von KMA zur Unterstützung bei technischen Arbeiten, Befreiung von anderen Pflichten. Ich vermute Sabotage. Das ist meine detektivische Einschätzung. Foto mit Notiz. Du bist nicht mehr die unerfahrene Kaulquappe, die ich ausgebildet habe, Demiswar. Ach, guck mal hier. Schön. Kann man leider nicht alles mitnehmen, diese Erinnerungen. Okay.
Ausrüstung. Oh, da liegen weitere Werkzeuge, die ich jetzt aber nicht brauche. Da kann man aufs Deck raufschauen. Ui, schaut mal. Da sieht man das Deck. Da waren wir doch schon. Noch eine schöne Wachswalze. Erfahrener Ingenieur mit wilden Ideen. So, haben wir hier. Was ist das? Denkmal. Oh ja, die hat so einen kleinen Schrein bekommen. Schrankschrein. Tja. Wir werden nie erfahren, was sie uns sagen wollte, ganz zu Beginn. Das war so klar. Aber es sind keine Hinweise zu finden. Schade. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen was. Das haben wir jetzt alles angeguckt. Im Regal sind unsere Gewichte. Schauen wir uns mal jetzt die Rätsel an, aber da ist ja ein bisschen was passiert. Bam, 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 bam. Alter Schwede, okay. Also erstmal hier. Die St. Catherine wurde noch nicht geborgen. Warum waren sie ohne die Galeone zurückgefahren? So, leeres Bootsteil. Das müsste es sein. Nee, warte. Dann das. Okay. Haben wir gelöst. So, die war verschwunden. Spuren am Tatort. Das hier auf jeden Fall mit diesem Anhänger. Wir haben ja auch schon die Fotografie mit dem Anhänger gesehen. Das müsste dann das hier sein. Und das heißt der Dieb. Ist Maria oder Isabel? Maria war der Dieb. Warum? Warum? Warum hat sie das getan? Hans wollte, dass Eric den Kranenfall untersucht, der zu Alex Tod geführt hat. Zu wem stellte Eric die Nachforschung an? Okay, warte. Wer war Verbindung zu Käufen? Okay, okay, warte mal. Das habe ich natürlich jetzt nicht mehr alles im Kopf. Schade, dass ich mir das jetzt nicht nochmal durchlesen kann. Also warte, Eric sollte untersuchen. Zu wem stellte Eric Nachforschung an? Wer ist verantwortlich? Weiß nicht, war das Thomas? Verbindung zu... Ne, Käufe nicht, Technik müsste dann Thomas sein, oder? Also, pff. Käufen. Weiß nicht, ist es Isabel und Konstruktion? Ja, müsste das nicht auch eigentlich Thomas sein? Technik. Hans kann es nicht sein. Weiß ich nicht, er? Ja, einfach überhaupt nicht. Ähm.
Sind die jetzt alle falsch? Also er untersucht erst der Kapitän. Der hat ja, die beiden müssten raus sein. Thomas müsste Konstruktion oder Technik sein. Das ist der Koch. Sie ist die Reporterin. Das können ja nur die dann vielleicht... Maria? Nee. Die können nicht dabei sein, die können nicht dabei sein. Es können nur die vier sein. Isabel. Haben wir das in der Form schon? Was ist, wenn wir die mal tauschen? Thomas. Und den. Unterwasserdetektiv. Eric war von Hans beauftragt worden, den Kran notfalls zu untersuchen und die Ursache herauszufinden. Er sah sich Thomas' Entwurf, die von Isabel gekauften Teile und Keimers Arbeit bei der Montage und Wartung an. Nachforschung. Eric stellte Nachforschung zu Keimer und seinen Arbeiten bei der Konstruktion und Wartung des Krans an. Potenzielles Problem, Interview mit Keimer. Beispiele seiner Arbeit. Unterwasserdetektiv. Die Expedition. Position nicht erreicht. Grund finden. Warum waren sie in Verzug? Sie waren... Das hier. Wer war verantwortlich? Weiß ich nicht. War Thomas? Wichtige Erwartungsarbeiten. Naja, da stand jetzt Thomas. Weiß nicht, ob er weitere Einzelheiten. Thomas Notizen. Unterwasserdetektiv! Die Mission war deutlich in Verzug. Thomas beschwerte sich über merkwürdige Motorengeräusche und bat um Zeit, um sich die Sache gemeinsam mit Keimer anzusehen. Was für Arbeiten führten sie durch und was war das Ergebnis? Motorarbeiten. Motorarbeiten. Neues Rätsel. Nach Ergebnis Isabels Kauftätigkeit. Ja, da sind nur einige Hinweise versteckt. So, waren wir nicht hier durch schon? Jetzt können wir hier nochmal rausgehen. Liebe Grüße aus der Schweiz, gehen zurück. Die Grüße. Fusselkäfer, vielen Dank. Horschti. Naria. Senna? Nee. Senser? Nee. Sänger. Singer? Sänger. Vielen Dank. Wo war ich stehen geblieben? Sandman und Stullenwanst. Vielen Dank. Jay. Testoklops. Ein bisschen her, ne? Vielen Dank für den Support. Oh, Erinnerung. Memory Lane. Memory Deck. Unsere Verflossene im wahrsten Sinne. Morning. Good morning. I couldn't sleep. The salt on the breeze. Calm rush of the ocean around us. Really puts things into perspective. I'm happy here, on this ship with this crew. Shouldn't sound so gloomy, should it?
don't want to lose what we have here. Warum sollten wir? You're right. Eben. That's plenty of time. Du und ich. Wir beide haben sehr viel Zeit miteinander. And I'm the one who gets to decide. Regardless of others here. Thank you. You're right, Cam. You've gone quiet on me. Ja, ich bin in den Erinnerungen verfallen. Yeah, of course. I remember when you two joined. Alex was impressive. I thought you were both skilled, mind. Aha. Took a while to get to know you, but I'm glad I did. Das ist der Kran. If you're feeling lightheaded, getting any signs of narcosis, tell me. Pass auf, Leute, ich hab ein bisschen Gag. Freu dich schon mal auf den Gag. Da ist der Kran. Da ist der Kran nicht. Da ist der Kran. Da ist der Kran nicht. Na gut, kann nicht jeder Gag Weltklasse sein, aber... Hey, ist auch schon spät, ne? Ist das hier die Ankerkette oder was ist das? Nicht Deutsch. Reingucken. Da ist hier der Kran zerstört. Schnitzerei. Jesse is a lying hack. Was? Jesse ist eine verlogene Hexe. Wie bitte? Aha. Ist das derselbe? Ist das dieselbe? Oh, pass auf. Sherlock Niels kombiniert. Unterwasserdetektiv. Sherlock Niels kombiniert. Wir müssen uns die Buchstaben angucken. Es ist zwar geschnitzt, aber es gibt ja die Forschung der, wie nennt man das, Typografie? Ich habe keine Ahnung. Dass man Menschen anhand ihrer Handschrift identifizieren kann. Und wir haben ja diese andere Schnitzerei. M plus A oder was war das? Nee, M plus whatever, irgend sowas. Prima la vera! Schön, dass ihr da seid. Hallo Leute, das ist ja eine freudige Überraschung. Wir spielen ein fantastisches Spiel. Und es trägt den Namen, den mächtigen Namen Thalassa. Edge of the Abyss. Es ist ein Story-Spiel. Wir untersuchen den Untergang eines Schiffes. Es ist total, es ist wirklich gut. Es ist eine große Überraschung, dieses Spiel. Und wir sind dabei, Rätsel zu lösen. Wir müssen in diesem Spiel Rätsel finden und Geheimnisse aufklären. Und wir sind jetzt hier unter Wasser, wie ihr unschwer erkennen könnt, an Bord dieses untergegangenen Schiffes namens Thalassa, was griechisch ist und so viel wie Meer bedeutet, wo es jetzt auch liegt für immer. Wir haben hier auch mal auf diesem Schiff gedient und sind aber dem Unglück von der Klinge gesprungen, kurz... Vorher haben wir das Schiff verlassen und jetzt sind wir dabei aufzuklären, was hier passiert ist. Und ich habe mich gerade gefragt, ob diese Inschrift hier, Jesse is a lying hack, eventuell übereinstimmt mit den Schnitzereien. Hahaha, Sherlock Niels. Tada! M und K. Zack. Keimer oder Maria kommen ja nur in Frage und da sich der Esel immer zuerst nennt und Maria kein Esel ist. Natürlich sagt sie ihren Namen als zweite Person. Sie ist gut erzogen. Deswegen muss es Maria gewesen sein. Sherlock Niels hat einen weiteren Fall gelöst. So funktioniert das. Das ist ein bisschen Detektivspiel, ein bisschen Storyspiel und vor allem unter Wasser. Maria war Jesse gegenüber feindselig und nannte sie eine verlogene Hexe. Aber was für eine pubertäre Aktion auch, das dann in diesen Kranmast zu ritzen. So muss es sich zugetragen haben. Oh, jetzt, das ist neu. Haha, guck mal, da ist sie. Da schwimmt. I'm wise to you, Missy. Maria? Maria? Here. Ah,
There you are. We're late for dinner with the others. Will Jessie be joining us? She's made quite the impression on you, hasn't she? You could say that. Oh, yeah. Also, die war ein bisschen verschossen in Kalmar und sie war aber auch der Jessie gegenüber verdammt misstrauisch. Okay. Oh, hier, guck mal. Aufruhr in der Messe. Ah. Hinweise auf involvierte Personen. Nope. Haben wir noch nicht. Können wir noch nicht lösen. Haben wir irgendwas Neues? Potenzielles Problem. Erik stellt Nachforschung zu Thomas an. Er war für die Ingenieursarbeiten am Kran zuständig gewesen. Potenzielles Problem. So. Beispielhaft für seine Arbeit. Nee, das ist nicht. Okay, da fehlt uns noch ein Hinweis. Okay. Wir bleiben dran. Oh, guck mal hier, da leuchtet. Ach nee, das hatten wir schon gemacht. Schnitzereien. Ich frag mich gerade. Also, die sind doch nachdem. Also, ganz kurz für alle, die jetzt mit Prima gekommen sind. Ich fasse es nochmal zusammen, wie jeder gute Detektiv es tut. Wir waren an Bord dieses Schiffes. Wir sind Taucher gewesen. Bei unserem Tauchgang, bei dem wir versucht haben, das 300 Jahre alte Segelschiff. Wie heißt es noch? Konstanze. Zu bergen. Geschah ein Unglück und wir haben unser Love Interest vor unseren Augen trinken sehen. Und dann sind wir depressiv geworden und wurden dann von Bord gebracht. Dann ist das Schiff aber wieder aufgebrochen, um die Bergungsarbeiten fortzusetzen. Und ich frage mich gerade, ob das jetzt hier durch das Sinken des Schiffes verursacht wurde oder ob das immer noch der defekte Kran ist, der zerstört wurde, als wir noch an Bord waren. Das würde ja bedeuten, das Schiff ist dann losgefahren. Aber das kann nicht sein. Guck mal, das ist ja gar nicht... Nee. Das muss beim Sinken passiert sein. Nee. Das kann nicht sein. Das müssen die repariert haben. So, komme ich da hinten rein in diesen... Oh. Das Spiel... Heißt Thalassa. Bears Master, der gerade erst eingeschaltet hat. Es ist ein schönes Spiel. Ein kleiner Geheimtipp, würde ich mal sagen. Ich versuche nochmal, komme ich von der anderen Seite da rein? In diese einladend offenstehende Tür? Oder behindert mich hier noch irgendwas? Nope. So. Schauen wir mal hier. Ein weiteres Foto. Captain Hans müsste das sein. Ist das Captain Hans? Das sieht ja so anders aus. Das ist Hans. Nee. Erzähl. Nee. Aha, also der hat Finger. Sieht man das auf dem Foto, dass ihm Finger fehlen? Oh ja, tatsächlich. Da sieht man das. Ihm fehlt die letzten beiden Finger an der rechten Hand. Na ja, gut. Das ist ja auch manchmal so, dass man das wie eine Trophäe, so als Schiffsfahrer, ne? Fehlende Gliedmaßen so ein bisschen als Trophäe mit sich rumtragen kann. Also, typische Holzbein früher oder Augenklappe. Ghost sounds.
Interview mit Carly. Naja, aber irgendwas muss ja dran gewesen sein. Schließlich ist das Schiff dann ja kurze Zeit später gesunken. Hätten sie ihm mal besser Glauben geschenkt, ne? So. Okay, das hier ist ein Gerümpel. Da muss mal dringend jemand aufräumen. Da hat sich der Rumpf, sagt man, ne, der Bug, ne, der Rumpf des Schiffes in diese Felsen reingebohrt und alles ist aufgerissen. Der Kiel? Der Kiel. Kiel wäre das richtige Wort, oder? Kiel des Schiffes. Infirmary Storage Crew Quarters. Shift Rotation. Team 1, Daniel, Joshua, Sebastian, und Team Matthews. Gibt es zwei Matthews tatsächlich. Team 2, Albert, George, Keimer und Pierre. Team 3, Andrew, B. Matthews, Michael, Samuel und Keimer. Vielleicht hat das auch noch eine Bewandtnis, was so Alibis angeht. Wenn irgendwelche Verbrechen zu bestimmten Schichten stattgefunden haben, kann man vielleicht ausschließen, dass Person X das gewesen sein kann, weil die ja in Schicht Y mit Person Z und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall sicherlich dienlich noch. Hilfe, Hilfe. Funkverbindung bricht ab. Alles gut, alles gut, alles gut. Besatzungskammer. Die Gurte waren nicht festgezurrt. Oh, die Gurte waren nicht festgezurrt? Wie bitte? Nicht festgezurrt. Das ist natürlich Sabotage, vermutlich. Ja, wer sollte denn zu so einer diabolischen Tat fähig sein? Ich habe das Gefühl, wir haben hier eine Ratte an Bord gehabt. Quarters. Du und Eddie nicht mal auf die alten Royal Beefs reacten. Ja, das haben wir auch immer noch vor. Wir haben es so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Aber das ist immer noch der Plan. Bin noch da, keine Sorge. Oh, sieht das krass aus, hier dieser lange Gang. Oder unheimlich. Oh. Oh, wenn das ein Horrorspiel wäre, würde 100 pro irgend so eine fiese Wasserleiche jetzt von links nach rechts durchs Bild rennen oder sowas. Aber dadurch, dass es hier kein Horrorspiel ist, fühle ich mich recht sicher. Aber ich sehe, seht ihr es auch vor eurem geistigen Auge, so lange schwarze Haare, die im Wasser so nach hinten weg schwimmen und dann so ein langes weißes Nachtgewand und barfuß natürlich, tappelt die so durchs Bild. Tappel, 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 tappel. Ihr seht's doch auch, oder? Sei ehrlich. Jaja, Sa, vielen lieben Dank. Sif7. Vielen lieben Dank für den Support. Ich freue mich. So, wo sind wir denn jetzt hier? So. Jardin de Paris. Spectacle Concert. Fête de Nuit Ball. Les mardis, mercredi, vendredi et samedi. Montags, mittwochs, donnerstags und samstags. Oder? Ein Dokument.
Mrs. Greenwood, es tut mir leid, Sie mit der folgenden Sache zu belasten, aber Sie sagten, dass Sie für die Sorgen der Besatzung offen sind. Es ist zurzeit schwierig für mich, meinen Pflichten nachzukommen, weil ein anderes Mitglied der sich einmischt. Meine Arbeit behindert absolut starrköpfig ist. Das ist die reinste Sabotage. Und diese verfassten Zeilen, die bestätigen meinen Verdacht. Sabotage ist am Werk. Sabotage ist am Werk. Mardi ist Dienstag, wirklich? Ist das so? Okay. Montag ist Lune. Lune? Lune? Spanisch ist Montag nämlich Lune. Was? Das ist Französisch gewesen. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich habe das Mardi, Lundi, mehr. Ich habe es alles vergessen. Schule. So, Notizen auf der Tafel. Ingenieursschichtenkontrolle. Aha. Teil 0143, wahrscheinlich Übeltäter, 30. Juni. Teil 9924, möglich 1. Juli. Teil 0509. Okay, jetzt können wir das hier mit dem Schichtplan kombinieren. Nehme ich mal an. Also der Keimer hat hier auf jeden Fall Notiz hinterlassen. Der war sehr kultiviert, ne? Auch, also überall diese Schallplatten und der hat ja auch eine Gitarre gehabt und so. Und die Maria, die war ja auch in ihn verliebt und die hat ja auch so einen kleinen Hass auf diese Reporterin. Sebastian. Oh, Geschützergang. Oh, ich was übersehen? Noch was übersehen? Ganz kurz, ich gehe nur einmal zurück. Möglicherweise hat der Unterwasserdetektiv Nils Brumhoff etwas übersehen, was ihm nicht ähnlich sieht. Hat er dort einen Fehler begangen? Die Flasche? Wie konnte ihm das denn passieren? So kennt man ihn gar nicht. Die Whiskyflasche hat sich besoffen. Er hat sich besoffen. Warum hat er sich besoffen? Was war der Grund dafür? Wo eine Flasche, da auch ein Grund. Ich wollte euch nur testen. Völlig richtig. Mal hier so eine, diese rote Mütze. Die kennen wir auch noch. Guck mal, hier ist doch zum Beispiel ein Messer. Warum darf ich das jetzt nicht nehmen, um diese andere Tür zu öffnen? Also, nehmen wir erstmal ein Stück Holz. Oh, guck mal. Da hat jemand geschnitzt. Eine grob gearbeitete Figur. Mal ganz kurz nochmal auf das Schild gucken. Kadri, alles klar. Hands. Since I came aboard, we've not got off to the best of starts. The captain is a very private person. I respect that. But if only I could understand him better. It's making my job reporting on all of this harder. Mm-hmm. I get the impression he isn't normally this way. Is he all right? He seems very tired. The captain is not himself, no. He has been troubled since the accident. It's not my place to say. But you are worried about him. It's a credit to you. How well you look after all the crew. Da schmeichelt sie, der typische Reporter-Trick. Well, of course I am. He barely touches his food. He's not sleeping well. Those pills do not help. Typischer Reporter-Trick, falls ihr mal interviewt werdet, dürft ihr da nicht drauf reinfallen, diese Komplimente, ne? Reporter sprechen einem gut zu, weil sie natürlich genau wissen, in dem Moment, wo man jemanden Komplimente macht und ihn auf ein Podest stellt und darüber redet, wie wichtig er ist und relevant und Schmeicheleien halt,
dann öffnen sich Leute und erzählen irgendwas, was sie eigentlich nicht erzählen wollten. Deswegen, sobald jemand euch ein Kompliment macht, egal welcher Art, einfach sofort kehrt machen und ohne Kommentar weglaufen. Das ist das Wichtigste. Lernt das bitte und wendet es an, diese Lebenslektion. Sobald euch jemand etwas Nettes sagt, auf dem Absatz kehrt machen, kommentarlos weggehen. Ist wichtig. Bitte probiert das morgen aus. Der Schlüssel. Da ist er. Gib ihn mir. Tada. Das ist ein Diplom von University of Mike Katera of Wisconsin. Ja, kennt man. Elite-Universität. Ivy League-Universität. So. Jetzt wollen wir natürlich diese peinliche Schmach, dass wir hier was übersehen haben, nicht nochmal uns ergehen lassen. Das hier ist die Kabine des Kochs und so wie gerade diese ganzen Schallplatten dort drapiert waren in der Kabine dieses Gitarrenspielers, sind hier natürlich jetzt überall so Gewürze, Paprika, Schoten und was auch immer. In der privaten Kajüte, das ist ja nicht die Kombüse, das ist ja die Kajüte, ne? Und trotzdem sieht man, dass hier der Koch wohnt. Als hätte er nicht die Möglichkeit, sich in seiner Privatzeit mit was anderem zu beschäftigen, außer Kochen. Aber daran sieht man, alle Leute hier machen es aus Leidenschaft, ne? Das ist mehr als ein Job für sie. Aha. Die Tür ist aus den Angeln gerissen. Samuel lässt uns nicht rein. Andrew lässt uns auch nicht rein. Oh, Vorsicht, Eisenrohr. Ey, ganz ehrlich, das sieht ja fast aus, als wenn sich hier jemand mit Absicht verbarrikadiert hätte. Weil diese Stange, die hält den Servierwagen oder was das hier ist. Müllwagen ist das, glaube ich, eher, ne? Also, das wirkt ja fast schon wirklich menschgemacht. Wir gucken erstmal weiter, bevor ich das löse. Eine weitere Wachsrolle. Neuer Hinweis. Neues Rätsel. Wir schauen erstmal hier rein, bevor ich mich um diese Falle kümmere. Oh, 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 oh. Der Maschinenraum hier. Hier müssen wir doch Sabotageakte aufspüren. Wir gehen erstmal runter. Wir merken uns da diesen Servierwagen da. Da kommen wir natürlich nochmal zurück. Das mal an hier. Das sind die Eingeweide des Schiffs, von denen auch einige rausgerissen wurden und jetzt auf dem Meeresgrund verteilt sind, aber das sehen ja viele nicht, ne? Wie so ein Schiff angetrieben wird. Ist heraus, wie das macht. Das Herz des Schiffes bekommt kaum jemand jemals zu sehen. 0509. Guck mal hier, siehst du? Da haben wir direkt einen sehr gut versteckten Hinweis entdeckt. Aber Sherlock Nielsen hat alles weg.
vielleicht unscharf. Nur 1, 2, 3. Okay, ich nehme mal an, das müssen wir uns jetzt nicht alles merken. Aber da sind auf jeden Fall diese Dinger markiert. Ich glaube, das steht im Zusammenhang mit den Markierungen, also mit den Notizen, die wir gefunden haben auf dieser Tafel. Haben wir die jetzt gerade schon? Ja. Hier ist vorbei, hier kommen wir nicht weiter. Mal da oben, seht ihr das? Da. Da ist noch ein Hinweis da oben. Wo sind wir denn hier? Warte. Das muss dann ja hier sein. Oder hier im Kesselraum auf der Wand. Aber da war gerade auf jeden Fall was zu sehen. So, wir können mal wieder reingucken bei den Rätseln. So, Motorarbeiten. Anscheinend führte Thomas Arbeiten an den Motoren durch, die die Expedition verzögerten. Was für Arbeiten? Was war das Ergebnis? So, Motorarbeiten. Ausgetauschte Teile. Klingt logisch. Details der verrichteten Arbeit. So, jetzt haben wir diese ganzen Dinger. Die Notizen. Das müsste es eigentlich sein, oder? Und... weiß nicht, die Notizen? Nee. Oder Details der verrichteten Arbeiten, also die Teile. Aber welche von denen sind das jetzt? Das könnte das... Check 4040, warte mal, 01. Die sind alle, das einzige, was fehlt, ist Parts 3726 4040. Das hier. Ist es das? Sherlock Nils! Thomas und Keimer untersuchten die Motoren. In tagelanger Arbeit kontrollierten und tauschten sie mehrere Teile aus. Aber am 4. Juli hatten sie das Problem noch immer nicht gefunden. Oh, visualisieren. Okay. So muss es sich zugetragen haben. Wir kommen voran, Leute. Nachforschung zu Thomas. Eric stellte Nachforschung zu Thomas an. Er war für die Ingenieursarbeiten am Kran zuständig gewesen. Interview mit Thomas. Beispielhaft für seine Arbeit. Das könnte das sein. Sherlock Nils. Okay. Anderen Sachen können wir noch nicht lösen. Aber das war doch schon mal ergiebig. Dann gehen wir jetzt wieder rauf. Beziehungsweise hier, warte mal, hier müssen wir doch jetzt auch weiterkommen, oder nicht? Das war uns doch gerade noch versperrt. Ein Holzlöffel aus der Kombüse. Ist der Koch hier gewesen? Hat der... Ah, ne, ist eine Pfeife. Aha. Eine elegante Pfeife. Aber wer sollte denn so ungeschickt sein und ein Beweismittel dieser Art hier liegen lassen? Da nimmt doch niemand, der sabotieren will, nimmt doch seine elegante Pfeife, seine unverwechselbare Rauchgerätschaft mit in den Maschinenraum, in dem man ohnehin nicht rauchen darf. Das weiß doch jedes Kind. So, jetzt haben wir den Gang hier natürlich jetzt übersprungen mit dem... Ich glaube, wir müssen eigentlich nochmal zurücklaufen.
und diesen Speisewagen ziehen. Es war eine dumme Idee, das nicht direkt zu machen. Aber ich wusste ja auch nicht, dass ich an einer ganz anderen Ecke wieder rauskomme. Das konnte ich ja nicht ahnen. Ich fürchte, ich muss den ganzen Weg nochmal zurückgehen jetzt. Guck mal, das ist ein Dominostein. Zweimal die 6. Oh, das Blut an der Jacke. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Blut an der Jacke. Was haben wir denn hier? Oh, das sind die Knoten. Hier waren die Toiletten. Hier links. Da waren wir auch noch nicht drauf. Immer noch zu. Vielleicht besser so. Hier war doch auch unser altes Quartier. Da. Ja, toll, wir dürfen nicht mal in unser eigenes Quartier. Oh, Alex. Cam, come and take a look at this gauge. It's state of the art. Vielleicht kommen wir von hinten an unsere Kabine, so ist es. Die Thalassa, ja gut, aber leider keine Dokumente drin. Da hat jemand eventuell die Papiere bewusst entfernt. Besatzungsliste Juni 1900, unleserlich, 13. Juli 1900, SSS Thalassa, New York. Oh krass, jetzt komme ich hier richtig weit raus aus dem Schiff. Okay, warte, jetzt gucken wir erstmal noch hier. Was ist denn das? Betrag $100, zahlbar an. Aha. Die sind so... Okay, die wurden zerrissen. Okay, Sherlock Neils sagt euch jetzt Folgendes. Dieser Scheck, man sieht es, er ist in der Mitte zerrissen worden. Und dann mit einer... Klammer wieder zusammengefügt. Das bedeutet Folgendes. Jemand hat den Auftrag bekommen, etwas sehr Amoralisches zu tun. Oder Unmoralisches, wenn es das Wort eher gibt. Und er hat diesen Check bekommen für diese Missetat, die er ausführen soll, hat sich aber aufgrund der Regung seines Gewissens dagegen entschieden, das auszuführen, hat diesen Check zerrissen und gesagt, ich mach das nicht. Aber irgendeine Notwendigkeit hat ihn dazu bewogen, sich dann doch anders zu entscheiden und zu sagen, fuck, ich brauche das Geld, vielleicht ist irgendein Familienmitglied erkrankt und benötigt Medizin oder eine Behandlung und ich muss dieses Geld auf diese Art und Weise verdienen, um die Behandlung zahlen zu können. Hat dann mit so einer Heftklammer diesen Check behelfsmäßig wieder zusammengetackert und hat dann die Sabotageakte, die der Auftraggeber mit diesen $100 von ihm verlangt hatte, ausgeführt, was dazu führte, dass schlimme Dinge an Bord passiert sind. Dass dieser Check jetzt ausgerechnet in unserer Kabine liegt, hat selbstverständlich nichts damit zu tun, dass Sherlock Neils in irgendeiner Form daran beteiligt ist. Das wurde mir in die Schuhe geschoben, in die nasskalten Taucherschuhe und ich wehre mich gegen jede Form der Anschuldigung. So, hier geht's raus. Aha. Loch im Schrank, seht ihr? Da hat sich doch jemand gewaltsam Zutritt verschafft.
Wie schön, dass es so hell ist. Hier können wir noch eine kleine Außenaufnahme. Da oben ist diese wunderbare... dieser Wintergarten da, dieses Gewächshaus. Das war so schön. Dieses Schiff war so schön. Sagen Sie mal, jetzt komme ich ja voll weit weg. Das ist überhaupt nicht mein Plan. What the fuck? What the fuck? Hallo? Scheiße. Please, I'm over here. Oh nein. Are you there? Help me. Oh, das ist so traurig. Oh, es ist traurig. I can't move. I've lost feeling in my leg. Ah, jetzt müssen wir das nochmal durchleben. Ah, ich versuche, aber es ist nicht meine Schuld. Das Messer. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich versuche. Es wird nochmal wieder geschehen. Wir können es erneut nicht verhindern. Falls ihr später erst zugeschaltet habt, jetzt wisst ihr, was passiert ist. Das ist nicht der Unfall, der das Schiff gesunken hat, sondern das ist der Taucherunfall, der uns depressiv gemacht hat, weshalb wir nicht mehr an Bord waren, als das Schiff gesunken ist. Ah, passiert jetzt irgendwas anderes in der Geschichte? Retten wir sie jetzt? Nein, sie ist schon wieder tot. Oh nein, es ist einfach wirklich richtig traurig. Ach, es ist wirklich richtig traurig. Ah, jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Erlebe Alex tot erneut. Ja. Oh, gegen Liebeskummer hilft nur ein Elixier, denn Alex war hier. Da ist irgendein Rap drin, oder? Alex hier. Ich brauche ein Lebenselixier. Stattdessen trinke ich Bier. Irgendwas ist da auf jeden Fall drin. Also wenn ihr Rapper seid, macht was draus. Ach, jetzt kommen diese Vorwürfe. Aber ich nicht. Ich helfe doch. Dein Freund. Okay, jetzt bin ich hier oben. Aber das war jetzt überhaupt nicht meine Idee. Ich muss eigentlich nochmal komplett zurück. Also bevor ich jetzt hier weitergehe... Und da werde ich nicht mehr zurückkommen, denn ich muss jetzt hier, wenn ich da überhaupt runterkomme, ich werde ja da runterspringen müssen. Und dann komme ich nicht mehr zurück. So blöd das ist, ich hasse Backtracking, aber ich kann das nicht riskieren, wenn ich jetzt da runterspringe, dass mir dann die Hinweise, die ich noch holen wollte, nicht mehr zugänglich sind. Das geht nicht. Wir müssen nochmal den ganzen Weg zurück, nur weil ich mich dagegen entschieden hatte, diesen Speisewagen da rauszuziehen. Und womöglich passiert einfach gar nichts. Womöglich. Ach, Mann, hätte ich den. Ich dachte halt, ich komme dann da nach oben und wer weiß, wenn der Speisewagen runterfährt. Ich habe es wieder komplett überdacht. Wie ein Dachdecker, ein Gedankendachdecker, habe ich es einfach zu sehr überdacht. Und das ist jetzt leider die Konsequenz, mit der ihr und ich auch leben müsst. Außerdem. Geht's ja hier auch noch weiter. Also ich kann da jetzt nicht runterspringen. Das geht einfach nicht. Weil hier müssten... Ja, okay, da ist jetzt leider zu. Der Weg ist zumindest mal versperrt. Und hier waren wir halt auch noch nicht. Okay, hier ist dann auch nichts weiter. Oder. Wir haben auch einen Schlüssel übrigens, ne? Ich habe einen Schlüssel. Mist, ich habe doch einen, aber es ist der falsche. So, jetzt müssen wir Folgendes tun, so leid es mir tut. Wir müssen den ganzen Weg zurück. Das ist komplett nervig, ich kann auch nicht rennen oder so. Es tut mir wirklich leid, Leute.
Aber ihr müsst da durch. Ich erschließe die auch. Aber wir werden die Zeit einfach überbrücken, indem wir uns einfach nett miteinander unterhalten. Wir wollen zum Beispiel nochmal... habe ich schon Casper Le Théâtre mich bedankt? Ne, ich glaube nicht, oder? Ja, sa. 24 Monate, 2 Jahre, ja, sa. Und Casper Le Théâtre, Listen Prime. Ja, dankeschön. Guck mal, da habe ich doch jetzt die Zeit gefunden, mich dementsprechend bei euch auch erkenntlich zu zeigen mit warmen Worten der Dankbarkeit. Jetzt haben wir es ja schon fast geschafft. Ansonsten kann ich euch sagen, dass ich keinerlei Erfahrung im Tauchen habe. Ich habe keinen Tauchschein. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut so unter Wasser schwimmen für eine gewisse Zeit. Nicht besonders ausdauernd, weil ich erbärmliches Lungenvolumen besitze. Aber ich glaube so, wenn man sich so mit den Füßen abstößt am Beckenrand und dann so 2-3 Meter unter Wasser gleitet, ich glaube, dass ich sehr stromlinienförmige Körperformen annehmen kann, die es mir ermöglichen, wie ein Torpedofisch durchs Wasser zu gleiten. Und da sind wir auch schon. Ja, jetzt rollt sie runter. Und das hätte ich einfach vorher machen sollen. Habe ich nicht. War nicht besonders schlau von mir. Aber wenn ich schlau wäre, dann würde ich ja auch Raketenwissenschaftler sein oder Weltraumzoologe oder irgendwas Sinnvolles machen. Aber jetzt bin ich Unterwasserdetektiv. Warten Sie bitte, hier war ich doch schon. Ist das ein Shortcut? Diese Räumlichkeiten haben wir doch bereits besucht. Wir kamen doch... Nun. Wissen Sie was? Ich habe doch auch jetzt einen neuen Schlüssel. Für eine Tür. Wissen Sie, dass ich um diese Zeit überhaupt noch in der Lage bin, mich zu orientieren und zu wissen, wo was ist, das erstaunt mich gerade selber. Ich performe massiv über gerade. Das ist nicht normal, dass ich mich daran erinnere. So muss das sein, wenn jemand echt gut ist in Sachen. Kaputtes Schloss hat auch definitiv einer mutwillig zerstört, das Schloss. Das habe ich doch genau gesehen. Aha. Oh, was ist das denn? Hier hat sich einer ein geheimes Lager eingerichtet. Guck mal, der Saboteur hat hier gewohnt. Oder was? Come on, das ist doch definitiv ein Saboteurslager hier. Das sieht man doch. Das ist ein Saboteurslager. Hier hat einer sich... Das ist auch eine Zeichnung an dem Rohr. Aber die kann ich mir nicht angucken. Und ein kleiner blauer Fisch. Interessant, interessant. Haben wir dich also. Ist natürlich das beste Versteck, ne? Hier direkt in der Speisekammer. Kann man nicht cleverer machen, tatsächlich. Okay, wir brauchen aber eigentlich immer noch ein Messer, oder? War das die Tür mit dem Messer hier? Bap. Kommen wir jetzt vielleicht, ist das sogar vielleicht der kürzere Weg?
Da kommen wir doch jetzt auch zum Maintenance. Guck mal da. Da brauche ich das Messer. Ich finde das Quatsch, weil ich habe schon ein Messer gesehen. Das finde ich ein bisschen blöd. Vielleicht gibt es in der Messe, müsste es doch ein Messer geben. Allein wegen des Namens schon. Ganz viele Bereiche, die wir noch nicht gesehen haben. Also. Hier ist dann jetzt auch nichts mehr Neues. Hier waren wir überall schon. Ich frage mich gerade, ist der Weg da kürzer durch den Raum? Oder ist das kürzer, wenn wir hier wieder durchgehen? Das war doch hier. Also einfach nur ein Dingsbums. Und jetzt können wir dann den ganzen Weg. Haben wir auch schon gesehen. So, ach, guck mal, jetzt bin ich hier wieder gelandet. Nee, das war jetzt nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. So, dann gehen wir hier zurück. Ich hoffe, ich habe keinen Hinweis übersehen. Dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Und dann kommen wir gleich wieder an den Punkt, wo wir da so runterspringen können. Kletter, Kraxel, Kraxel. Hier geht's weiter. Ich bin so dankbar, dass es hier keinen Sauerstofftank oder irgendwas gibt, der gefüllt werden muss. Was könnte ja auch theoretisch derart designt sein, dass man immer irgendwelche Räume mit einer Luftblase aufsuchen muss oder dass irgendwo halt Sauerstoffflaschen rumliegen, die man austauschen kann. Und dann gäbe es hier so eine Anzeige, die dann immer runtertickt und man muss dann rechtzeitig sich einen neuen Tank irgendwo suchen oder halt nochmal in einen Raum mit einer Luftblase, whatever. Das würde mich komplett fertig machen. Da bin ich sehr froh drüber. Weil ich liebe diese Unterwasserspiele, aber ich kriege immer Anxiety, wenn ich den Erstickungstod vor Augen habe oder den Ertrinkungstod. Da habe ich gar kein großes Interesse dran. So, ich bin durch meine Kabine hier und stapfen hier wieder zurück. Der Weg ist weit, aber der Weg ist auch schön hier zwischen den Korallen. Unter Wasser ist es schon echt schön. Es ist schade, dass es in aller Regel so dunkel ist, dass man die Schönheit nicht erkennen kann. Wobei hier müssten wir eigentlich, hier wachsen so viele bunte Pflanzen. Das dürfte eigentlich gar nicht so tief sein, weil die brauchen doch auch Sonnenlicht dann, oder? Diese ganzen grünen Pflanzen, die sind ja grün, weil sie halt Photosynthese betreiben. Und das geht ja nur mit Sonnenlicht, also wir sind gar nicht so tief. Das Boot da oben, man sieht es noch, aber wie viele Meter werden das sein? Was glaubt ihr? 100 Meter? Noch mehr, oder? Mehr als ein. Oh, jetzt bin ich hier schon. Eider Daus, nicht aufgepasst. Jetzt bin ich hier runtergeplumpst, aber das war ja auch der Plan, deswegen sind wir ja hier hingegangen. 35 Meter 40, schätzt ihr? Ja, ich finde, das Schiff sieht so weit weg aus. Alarm! Ah, hier, das ist doch dieses Spiel, wo man so eine Scheibe über Deck schleudern muss. Das ist aber ein seltsamer Ort. Hier mitten in der Biegung. Braucht man da nicht ein bisschen mehr. Na.
Krabi. Krabi, Krabi. Schachspiel. Wir haben monatelang versucht, Bailey das Schachspiel beizubringen. Ja. Ein weiteres Notizbuch. 40. Bei 100 siehst du kein Schiff mehr. Okay. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Der Ruhezustand schien weit entfernt. Aber Thomas hat heute wieder davon geredet. Der Junge kennt sich auch aus. Ich habe ihm alles beigebracht, was ich über die Thalassa weiß. Aber ich kenne sie besser als irgendjemand sonst. Ich weiß, wie man dafür sorgt, dass die alten Motoren wie Katzen schnurren. Als ich in seinem Alter war, war ich... Neuer Hinweis. Demis Notizbuch. Kriegen wir eigentlich diese Türe hier auf? Da bräuchten wir so einen Bolzenschneider hier, oder? Ja, brauchen wir einen Bolzenschneider. Habe ich direkt richtig erkannt. Guck mal hier. Das sind diese Täfelchen mit Griechisch, die ich euch zu Beginn des Spiels gezeigt hatte. Ab 10 Meter wird es schummrig. Ab 60 ist absolute Dunkelheit. Laut Wikipedia spätestens ab 60 Metern herrscht Dunkelheit, die auch das blaue kurzwellige Licht nicht so weit durch das Wasser dringen kann. Okay. Datum 25. Juni 1905 an, den Kapitän betreff Aufbewahrung des Bootsgestells. Keimer hat die erforderlichen Dokumentationen zur Demontage und Aufbewahrung des Ersatzgestells nicht fertiggestellt. Außerdem machte er während seiner Dienstzeit über eine halbe Stunde kurz Pause. Er ist dafür zuständig, dass alle Teile erfasst werden. Er wird derzeit von Thomas im Maschinenraum eingesetzt. Mit ihrer Genehmigung werde ich ihm stattdessen unter meine Leitung eine vollständige Inventur der neuen Teile des Bootsgestells durchführen lassen. Eric. Eric ist unzufrieden. Interessant, interessant. Risse in der Crew. Oh. Wer ist er denn? Alexander der Große? Nein, das ist doch ein römischer Helm. Aber das Gesicht sieht aus wie Alexander. Das muss Alexander sein. Das war wichtig. Alexander, da steht's doch auch. Alexander der Große. Das habe ich doch sofort erkannt. Aha. Da ist irgendeine Sabotageflüssigkeit in diesen Kolben oder was das ist eingelassen. Ich sage einfach Kolben. Tu so, als wenn ich Ahnung hätte. Oh, es ist einfach ein Tintenglas. Es ist überhaupt nicht das, was ich gesagt habe. Muss ja September sein, 1903. Lieber E. Larson, es war mir ein Vergnügen, Sie bei Ihrem letzten Vortrag in New York zu treffen. Wie ich an einem Abend schon sagte, hat mir Ihr Buch über die Entdeckung der Längengrade und Navigationsmethoden sehr gefallen. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Ich bin auf der Suche nach einem Meereshistoriker für die Leitung meiner nächsten Expedition. Bla 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 bla, der SSS Thalassa, von der Sie gewiss gehört haben. Meine Besatzung hat in den letzten Jahren bereits mehrere nautische Expeditionen unternommen. Diese ist für mich von persönlichem Interesse. Es geht um die Suche nach und Bergung der St. Catherine, einer spanischen Galeone, deren Kapitän ein Vorfahr von mir war. Ich würde mich freuen, die Expedition und Ihre Rolle als Expeditionsleiter mit Ihnen in meinem Büro oder bei einem Abendessen zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Isabel Greenwood. Okay. Interessant, interessant. Was haben wir denn hier für ein Foto? Ein Diplom. Aha. Hoffen wir, dass sich die Investition gelohnt hat. Pff. Diese Erwartungshaltung auch, ne? Abschlussfoto, guck mal hier. Upper Dahl High School Certificate. Und das Buch. The Prime Path. Von Bram Stoker. Der hat auch Dracula geschrieben. Glaube ich. Eric, wir müssen reden. Hans hat es herausge... Oh! Jetzt wird's giftig. Hans found out. The German found out. Hans. Was wird Hans tun? Oh, oh, oh. So, wir gucken erstmal nach, wenn wir sie da ein. Boah, da ploppen die Sachen auf. Hoch. Okay, dann fangen wir mal links an.
Das Geheimfach. Unter Alex' Schreibtisch war ein Geheimfach, unter der Nähe eine Mappe über die Thalassa. Was hat es damit auf sich? Inhalt der Mappe? Also wir hatten das. Ja, aber das war aber nicht die Mappe, oder? Okay. Nee, 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 nee. Warte, war Nachforschung zu Thalassa, Notiz im Buch. Nee, 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 warte, warte, ist das andersrum? Inhalt der Mappe? Die Mappe? Nee, nee, das kann ja nicht sein. Das hatten wir nicht. Das muss doch eigentlich das sein. Vielleicht andersrum. Oder habe ich das noch nicht gefunden? Warte mal. Das muss doch das hier sein. Oder warte, warte. Leere Mappe mit der Abschrift die Thalassa. Was hat es damit auf sich? Also. Das könnte natürlich auch in der Mappe gewesen sein, aber das ist doch Quatsch. Das müsste doch das hier sein. Das sieht man doch auch allein schon von den. Oder vielleicht, warte, vielleicht auch so. Inhalt der Mappe und vielleicht. Das weiß ich nicht, der Check noch? Nee, oder? Sherlock Nils! Durch die Speisekammer gelangt man in einen Lüftungsraum, in dem verschiedene Dinge zurückgelassen wurden. Was hat es damit auf sich? Das waren die Essensreste. Und kaputtes Schloss haben wir auch gefunden. Nee, dann ist vielleicht erst das kaputte Schloss und dann die Essensreste und das provisorische Lager. Sherlock Nils. Es gab Anzeichen dafür, dass sich ein blinder Passagier im Lüftungsschacht versteckt und aus der Speisekammer klaute. Oh, wir können uns hier das visualisieren. Da sitzt da ein Mann in jedem Fall. Und der knabbert da und schläft. Okay. Das Geheimnis. Laut einer handschriftlichen Notiz in Erics Büro hat Hans von einem Geheimnis erfahren, das Eric mit dem Verfasser teilte. Von wem stammt die Notiz? Okay, also, dann haben wir hier die... Nee. Wo war denn das? Warte, handschriftliche Notiz in Erics Büro hat Hans von einem Geheimnis erfahren. Genau. Achso, die ist ja schon hier. Wer war der Verfasser? Übeltäter identifizieren. Okay, das heißt, der Verfasser warte. Den Check haben wir doch schon benutzt. Nee, warte, die beiden hatten wir doch schon. Hm.
Achso, das ist, aber das ist die andere Sache noch. Nee, das kann doch nicht sein. Unterwasserdetektiv Nils. Eric und Isabelle hat ein Geheimnis und Hans erfuhr davon. Isabelle und Eric conspiring. I'm not surprised. Vor Kluke, nee, was? Vor 4 vor K Luke. Vor K Luke, vielen Dank. So, wir haben hier noch jede Menge Geheimnisse, die wir alle noch nicht unbedingt lösen können. Blubber, Katastrophe an Bord. Oh, das Kleidungsstück. Ah, alles klar. Wer wurde verletzt und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einige Sachen, die wir hier haben. Die Diploma haben wir uns auch noch nicht angeguckt. History, Law, Accounting. Eric Larson. Königliche Frederiks-Universität. Oh, das ist ein Tinten... Oh, da hat jemand das Tintenfass gegen die Wand geschleudert, weil er sauer war. Weil er sauer war. Okay. Also, vielleicht hing das dann da gar nicht. Jemand war stinkesauer und hat dann dieses Tintenfass gegen die Wand gekloppt. Alles klar. Und es fehlt ein Buntstift. Vermutlich der blaue. Oder? Muss ein Hinweis sein, oder? Welcher Buntstift fehlt? Ja, ja. Es gibt dann irgendeine Notiz, die mit irgendeiner Farbe geschrieben ist oder so wahrscheinlich. Oder irgendwas. Irgendwas wurde mit dem Stift dann ja geschrieben. Der Eric ist auch auf jeden Fall eine wichtige Person in diesem ganzen Konstrukt. Esteemed Authority, Eric Larson, Larson's Longitude. Ja, Eric auf jeden Fall. Lenk gerade nach Larson, das haben wir ja schon, da haben wir schon von gelesen, dass Isabelle darauf aufmerksam geworden ist und dann... Schon interessant. Ja? Irgendwas versperrt, leider von der Seite. Okay. Na gut, ich würde sagen, da es jetzt spät geworden ist und wir sonst einfach... Okay, das machen wir noch. Ah, okay. IG, ist das ein I? Okay, Isabelle. Taschentuch von Isabelle. So, hier gibt es noch viel zu entdecken. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. Ne, das nicht. Outlook, oh. Die Wachswalze und das Teeservice. Na komm, das gucken wir uns nochmal an. Oh, ein kleiner süßer Fisch. Ist das das Schiff? Nein. Warte. So, die Wachswalze hören wir uns auch nochmal an. Der anonyme Schenker hat auch nochmal eins raus. Vielen Dank. So, was hat uns diese Rolle hier noch zu sagen? Exactly the quality I'd want in a responsible captain.
But you also have quite green hands aboard, too, and in positions of responsibility. Isn't Thomas a bit young to be chief engineer? I don't agree. He is talented. Sure, he needs to learn to be more decisive in his new role, less of a people pleaser, but he'll grow into it. But that's a lot of faith to put in one so inexperienced. Perhaps. How did you get your first big break, Miss Linden? Sorry, Jesse. Sie dreht den Spieß um. Klassisches Bösewicht-Manöver. Wenn man in Bedrängnis gerät, einfach den Spieß umdrehen. The New Illustrated Magazine. Ein Hinweis. Okay, ich weiß nicht, kann man hier speichern eigentlich? Nö. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Ich sage es, wie es ist. Tony Maroney, mein Lieber, du kommst zu spät. Da, jetzt wird gespeichert. Sehr gut. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ey, das tut mir sehr leid, mein Lieber, aber ihr kommt gerade zur Abmoderation, weil ich einfach nur noch einmal wollte, dass gespeichert wird. Das, was wir hier gerade gespielt haben, ist eine, finde ich, sehr eine sehr freudige Überraschung. Thalassa Edge of the Abyss. Wir haben es jetzt über 3 Stunden gespielt. 3 Stunden, 18 Minuten, um genau zu sein. Und das war überhaupt nicht geplant. Ich habe gedacht, ich schaue einfach mal rein und dann spiele ich vielleicht 1 Stunde, 1,5 oder so, gucken, was passiert und danach spielen wir noch was anderes. Aber das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, hat so eine dichte Atmosphäre, dass ich jetzt original den gesamten Abend nur damit verbracht habe, was ein Kompliment für das Spiel ist. Ich hoffe, euch gefällt es auch und ich habe durchaus auch Lust, das weiterzuspielen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht, aber ich habe schon Lust, es weiter noch zum Ende zu bringen. Ich hoffe, euch gefällt es auch, wenn ihr auf YouTube schaut. Es ist eine Sorte Spiel, so mit Story-Elementen und so weiter, die nicht immer so gut bei mir funktioniert auf dem Kanal, aber ich hoffe mal, das ist eine gute Ausnahme. Ich hatte es vorher nicht so groß auf dem Schirm, diesen Titel. Freue mich, dass ich dem eine Chance gegeben habe. Und wenn ihr Lust habt auf spannende Geschichten und Unterwasser-Action, was für schlechte Schlagworte, aber es ist echt spät, dann kauft euch das Spiel. Oder klaut es euch in der Bibliothek eures Vertrauens. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich über Feedback und Kommentare. Das war's von mir. Tschüss und auf Wiedersehen.